Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen oder gute Nacht, ihr Lieben, hier bei uns auf dem Kanal. Wir haben ein neues Spiel am Start und zwar ist das The Innsmouth Case. The Innsmouth Case ist angesiedelt im H.P. Lovecraft-Universum und ja, behandelt quasi einen Fall, der in der Stadt Innsmouth spielt. Die Leute, die mit H.P. Lovecraft so ein bisschen fit sind, ja, denen wird natürlich die Stadt was sagen, aus der Geschichte Schatten über Innsmouth. Ja, und hier hat sich jetzt ein kleines, aber feines Entwicklerteam zusammengesetzt und hat daraus ein Spiel gemacht. Und das ist echt cool. Ja, also es ist jetzt nicht der Schatten von Innsmouth, sondern etwas Eigenes. Und das ist jetzt auch so ein bisschen was anderes als das, was ihr sonst hier bei uns auf dem Kanal gesehen habt, irgendwie. Letztendlich ist es fast schon ein interaktives Let's Read, ja. Und ich hoffe, ihr gebt dem eine Chance und habt da Bock drauf, wie ich. Oder ihr wechselt jetzt einfach rüber zum Benny, der wahrscheinlich gerade irgendeinen übelst krassen Horror-Thriller spielt irgendwie und wahrscheinlich nur am Schreien ist. Ja, könnt ihr auch machen. Okay, ihr Lieben, aber wir starten jetzt The Innsmouth Case. Also das, was ich über das Spiel weiß, ist, dass es, ich glaube, 27 Enden gibt. 27. Und leider sind die meisten davon tödlich. Ich hoffe, wir schaffen es irgendwie durch. Und das lebendig. Okay, los geht's. Boston, 21. September. Die letzten Sonnenstrahlen kriechen durch die Jalousien deines wie immer leeren Ermittlerbüros. Dieser erbärmliche Gestank von Whisky, kalten Zigaretten rauchend, Ravioli aus der Dose. Quietschende Reifen und ständiges Hupen draußen auf der Straße sagen dir, dass es nach 20 Uhr sein muss. Menschen, die Feierabend machen, die auf dem Weg nach Hause sind. Du solltest dich ihnen anschließen. Du entscheidest dich, lebensbejahend und lebensfroh wie wir sind, deinen Schreibtisch anzustarren. Dein Tag war lang und frustrierend. Mir gehen langsam die Ideen aus, wie du die Anrufe von Menschen, die Geld von dir wollen, abfertigen kannst. Ein kalter Schauer läuft dir über den Rücken, als du durch den Stapel unbezahlter Rechnungen blätterst. An oberster Stelle liegt eine Mahnung deiner Vermieterin. Du bist 2 Monate im Rückstand. Darunter lugt die Rechnung einer Spielefirma hervor, betreffend In-App-Verkäufen in dreistelligem Bereich. Du hast versucht, sie als wichtige Ausgabe im Zuge deiner Ermittlung zu deklarieren, aber dummerweise weigert sich dein Kunde, diesen Teil der Spesen zu begleichen. Dann noch die 2. Mahnung von einem Telefonanbieter, der droht, dir das Internet zu kappen. Na, du solltest dagegen vielleicht rechtlich vorgehen, denn ohne Internet kannst du nicht arbeiten oder leben. Du brauchst unbedingt noch ein paar In-App-Käufe. Nein, dein Anwalt muss das eine Zigarette, ein wenig frische Luft. Wir sind ein kleiner, schmuddeliger Ermittler und da passt es, jetzt eine Zigarette zu rauchen. Du spielst mit dem Gedanken, dir auf den Stress eine Zigarette zu gönnen, als dein Blick auf die unbezahlte Rechnung von deinem Lungenspezialisten fällt. Gut, vielleicht ist die Kippe denn doch nicht so dringend. Dir entfährt ein langer, tiefer Seufzer. Es war vielleicht kein erfolgreicher Tag, aber immerhin ist er vorbei. Du freust dich auf dein exquisites Programm für den Freitagabend. Daheim, in einer Jogginghose alte Mysterio-Serien schauen und dich mit Billy im Fusel betrinken. Seit dem frühen Nachmittag starrst du schon auf die Schnapsflasche am anderen Ende des Zimmers. Und bis jetzt hatte ich ein nebulöses Gefühl von Professionalität davon abgehalten, deine Leber zu ölen, aber denen steht jetzt nichts mehr im Weg.
Plötzlich hörst du jemanden an der Tür. Wer ist da? Die Tür öffnet sich zaghaft mit einem ausgedehnten Quietschen. Nach nur einem Spalt breit hält der unbekannte Gast inne. Eine Frauenstimme haucht ein melodisches Hallo in dein Büro. Dein Innerstes verkrampft sich. Schlagartig wird dir bewusst, dass du dieses Jahr noch nicht geputzt hast. Wir sind ein schmuddeliger Typ. Wir bitten sie herein. Im Schein der Schreibtischlampe erkennst du nun mehr als die Silhouette. Eine atemberaubende Frau hält dein Büro. Zweifellos jenseits der 40, vielleicht sogar 50, schwer zu sagen. Ganz in Schwarz gekleidet, einem hautengen Kleid, dessen Schnitt in einem Dekolleté gipfelt, das den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen scheint. Rauchiger Lidschatten so dunkel wie an Land geschwemmte Algen. Blondes, gewelltes Haar quillt unter ihrer Bastenmütze hervor. Das schwache Licht der untergehenden Sonne tanzt darin und du fragst dich, wie viele Köpfe diese Frau in der Blüte ihrer Jahre verdreht haben muss. Sie ist vollkommen anders als deine üblichen Kunden. Nervöse Bankangestellte mit Schweißflecken unter den Armeln, die überzeugt sind, dass ihre Frau etwas mit dem Postboten am Laufen hat. Jede Bewegung ist kalkulierte Anmut. Geschmeidig wie ein Aal begibt sie sich an deinen Schreibtisch und nimmt dekorativ auf der Ecke Platz. Was ein wenig dreist ist, was sich erröten lässt. Uns lässt nicht so schnell erröten. Was ein wenig dreist ist, ohne dich vorher zu fragen, aber als Profi lässt du dir nichts anmerken. Sie scheint die verführerische Demselle in Distress spielen zu wollen. Eine leise, vergnügte Stimme, deines Unterbewusstsein freut sich, dass diese Unbekannte womöglich deine Begeisterung für Film-Noir-Klischees teilt. Eine weitaus lautere Stimme wundert sich, dass diese Frau wohl glaubt, eine sexy Pose und freizügige Bekleidung hätten Einfluss auf dich. Und beide Stimmen sind sich einig, dass sie nicht gerne manipuliert werden. Denn solange die Fremde auf deinem Tisch sich nicht gerade von einem harten Arbeitstag als Dessous-Model erholt, siehst du keinen logischen Grund für ihr Erbarmen. Als sie anfing zu sprechen, ist ihre Stimme rauchig und verheißungsvoll. Mein Name ist Dahlia Marsh. Ich bin auf der Suche nach einem Privatdetektiv. Und sagte mir, sie gehören zu den Besten. Sie streckt ihre Hand aus. Die Hand küssen? Ah, sie sind eine richtige Adresse, Lady. Ablehnen oder natürlich werde ich ihre Tochter suchen. Ich weiß nicht, ob du überhaupt deine Tochter suchst, aber natürlich werde ich sie für dich suchen. Nein, wir sind natürlich ein Gentleman der alten Schule. Du küsst ihre Hand und wackelst dabei mit den Augenbrauen. So wie du es aus den Klassikern gelernt hast. Diese Dame scheint nur gehobene Gesellschaft, echten Luxus gewöhnt zu sein. Das erkennst du an dem starken Geruch von Kaviar. Oh. Vielleicht bietet sich hier die Gelegenheit, etwas mehr Budget rauszuschlagen, wenn du deinen Charme richtig spielen lässt. Was nun? Weiter flirten zum Geschäftlichen kommen. Ja, da sagen wir doch mal, weiter flirten. Nichts ist so attraktiv wie ein heldenhafter Privatermittler, denkst du dir, während du heimlich mit deiner Zunge die Reste deines Mittagessens aus den Zähnen drückst. Was macht eine so adrette Lady wie sie an einem vermoderten Büro wie diesem? Das ist ihr Büro, erwidert Dahlia ein wenig angewidert. Du lächelst und nickst langsam. Richtig. Mist. Du solltest schnell das Thema wechseln. Und jetzt? Zum Abendessen ausführen? Kompliment machen? Na. Wir laden sie zum Abendessen ein. Kann ich ihnen etwas anbieten? Du erhebst dich und holst den Feierabendschnaps von seinem Podest. Die Whiskygläser, die du dazu greifst, kleben am Tisch und lassen sich nur mit einem merklichen Ruck lösen. Ganz, ganz plötzlich empfindest du eine tiefe Scham für den Zustand deines Lebens im Allgemeinen und deines Büros im Speziellen. Kann ich ihnen zum Beispiel anbieten, sie zum Essen auszuführen? Ich habe keine Probleme damit, Geschäftliches und Unterhaltsames zu kombinieren. Du lächelst gewinnt.
während du mit einer Hand unauffällig die Whiskygläser aus dem Sichtfeld beförderst. Geschickt begräbst du sie unter dem Schmuddelheftchen, das du verwendet hast, um Kakerlaken zu zerquetschen. Wortlos kommt ihr beide zur Übereinkunft, diesen Gesprächsfaden auf ewig zu begraben und zum Geschäftsteil überzugehen. Es geht um meine Tochter Tabitha. Sie ist verschwunden. Du zuckst Papier und Bleistift. Das wird ein Spaziergang im Park. Ein Spaziergang im entführten Kinderpark. Gut. Wann und wo haben Sie Ihr Kind zuletzt gesehen? Die Lady setzt ein künstliches Lächeln auf. Wir leben in Innsmouth. Das ist eine kleine Hafenstadt nördlich in der Nähe von Arkham. Du runzelst die Stirn. Das ist sehr vage. Was hat Ihr Kind zuletzt gemacht? Welche Hobbys hat es zum Beispiel? Sie wissen doch, wie Kinder sind. Die laufen einfach überall herum und spielen mit ihren Jojos und so. Dahlia streicht sich fahrig mit der Hand durchs Haar. So, hier haben wir jetzt ein paar Fragen, die wir stellen können. Na, dann fangen wir von oben einfach mal an. Hat Ihre Tochter Freunde, bei denen sie untergetaucht sein könnte? Klassenkameraden, Sportvereinsmitglieder, irgendetwas dergleichen. Dahlia schüttelt den Kopf. Sehr merkwürdig. Du bist kurz davor zu fragen, ob das Mädchen zumindest eingebildete Freunde hatte. Lässt es aber bleiben. Was ist mit ihrem Vater? Was ist mit Tabithas Vater? Leben sie getrennt? Oftmals tauchen verschwundene Kinder bei Familienangehörigen unter. Dahlia lächelte traurig. Dafür kann meine Kleine noch nicht gut genug schwimmen. Dein Stift verharrt auf derselben Stelle im Notizblock. Was soll das denn heißen? Na? Dahlia setzt an, um fortzufahren. Sie weiterreden lassen? Nachhaken. Na, wir lassen sie mal weiterreden. Dahlia wendet den Blick von ihr ab und sieht verträumt, nein, sehnsüchtig aus dem Fenster. Ihr Vater war Fischer, wie die meisten im Dorf. Vor ein paar Jahren fuhr er raus aufs Meer, doch er kehrte nie zurück. Sein Boot wurde Wochen später zurück an die Küste gespült. Seine Kollegen sagten mir, er sei endgültig dem Ruf der Wellen gefolgt. Du schweigst einen kleinen Moment. Verstorbene Familienangehörige sind immer ein heikles Thema. Mein aufrichtiges Beileid. Dein Gegenüber wird gefasst. Ach, irgendwie wusste ich immer, dass dieser Moment kommen würde. Ich denke, mein Mann ist jetzt an einem besseren Ort und irgendwann werde ich zu ihm stoßen. Du musst das Dahlias Outfit genauer. Ihrem gesamten Gebaren und ihrer Kleidung nach zu urteilen, hättest du sie niemals für die Frau eines Fischers gehalten. Du erkundest dich nach mehr Einzelheiten zum Fall, nach Dahlias finanziellen Verhältnissen. Naja, also ich denke mal, nach Geld werden wir noch nicht fragen, wir fragen noch nach mehr Einzelheiten. Jojos. Halt mal. Jojos? Leben sie vielleicht in einer anderen Zeitzone, so ungefähr Ende der 90er? Dahlias Wangen erröten. Was sich normalerweise ein wenig wuschig machen würde, ging es hier nicht gerade um ein verschwundenes Mädchen und eine laienhaft gespielte Mutterrolle. Sie schweigt. Sie konfrontieren die Sache auf sich beruhen lassen. Na, wir wären noch kein Ermittler, wenn wir sie nicht konfrontieren würden. Hier stimmt etwas nicht. Du hast eine Nase dafür. Deswegen bist du Privatdetektiv geworden. Oder, um genau zu sein, deswegen hast du einen Online-Detektivkurs belegt, der laut Instrukteur alle nötigen Informationen vermittelt hat. Zeit, dir deine Besucherin vorzuknöpfen. Du musterst sie mit strengem Blick. Warum kommt sie zu mir? Und ist ihre Tochter wirklich verschwunden? Na, da fragen wir doch erstmal, warum wir. Du erhebst dich aus deinem Sessel. Innsmouth befindet sich etliche Meilen entfernt von hier. Warum wollen sie ausgerechnet mich beauftragen? Nicht mal ich selbst würde mich selbst beauftragen. Dahlia verschränkt die Arme. Was interessiert sie das überhaupt? Wollen sie bezahlt werden oder nicht? Tja, extra Spesen verlangen? Im Moment will ich nur die Wahrheit.
Tja, in einer heroischen, selbstlosen Welt würden wir Zweites fragen, aber wir wollen den schnöden Mammon. Du faltest die Hände, das ist die Chance. Wenn ich mich schon auf eine Reise ins Ungewisse begebe, wird das nicht billig. Du lehnst dich vor, aber das ist ihnen ihre Tochter ja sicherlich wert. Mit etwas, was hoffentlich wie ein Pokerface aussieht, starrst du Dalia in die kalten Augen. Nach einem Augenblick, der sich wie eine Ewigkeit anfühlt, nickt sie und kramt in ihrer Brieftasche, um einen zweiten Umschlag hervorzuholen. Du fragst dich, wofür der wohl gedacht war. Betrachten Sie diesen Vorschuss als Vertrauensbeweis. Du nickst. Eine vermisste Personenfall. Nichts Ungewöhnliches. Das übliche kleine Mädchen, das von zu Hause wegläuft, nachdem es seinen ersten Liebesroman gelesen hat. Normalerweise verstecken sie sich am Waldrand oder in einer Bücherei. Sollte einfach zu klären sein. Bevor du etwas antworten kannst, knallt sie dir das Foto des Kindes und ein Bündel Scheine auf den Schreibtisch. Für ihre Spesen. Du nickst langsam. Wenn du etwas sagen würdest, würde nur der Geifer aus deinem Mund quellen. Du hast schon ewig nicht mehr so viel Geld gesehen. Dir bleibt nicht viel Zeit, dich vorzubereiten. Eine schnelle Suche ergibt, dass bloß ein einziger Bus nach Innsmouth fährt. Und das nur einmal am Tag. Deine Nachforschungen ergeben ein Muster. In den wenigen Nachrichten, die im Zusammenhang mit dieser kleinen Küstenstadt stehen, geht es um vermisste Personen. Davon abgesehen findest du noch einige recht altmodische Artikel, die das Küstenkaff als Urlaubergeheimtipp anpreisen. Der beste Fisch, unberührte Strandpromenade, authentisches Fischervolk. Die immer wiederkehrenden Schlagworte. Dalia hat dir ihre Anschrift gegeben, an der du ihre Tochter abliefern sollst, sobald du sie findest. Ihre Telefonnummer hat sie auf dem Foto des Kindes notiert. Du wirfst noch einmal einen Blick auf das Bild, bevor du deine Sachen packst. Yikes. Am nächsten Morgen reist du per Bus. Boston, 22. September, Busbahnhof. Der Anfang deiner Reise beginnt an einem belebten Busbahnhof. Angeblich startet eine Buslinie von hier aus nach Innsmouth. Und Busse sind bekanntlich nicht nur umweltfreundliche Fortbewegungsmittel, sie schonen auch deinen sensiblen Geldbeutel. Die Abfahrtstafeln sind keine große Hilfe. New York, Maine, Rhode Island, von Innsmouth als Ziel keine Spur. Du wirst eine Weile umher, bis du einen Abtrünnigen der Putzkolonne bemerkst, der im Schatten der Snackautomaten gerade ein Sandwich verzehrt. Du siehst dich um, Putzdienst ansprechen, auf eigene Faust weitersuchen. Na, wir sind kommunikativ, sprechen den Putzdienst an. Entschuldigen Sie, wo finde ich ins... Ohne von seinem Sandwich abzulassen, zeigt die Putzkraft auf einen verlassenen Schalter in der finstersten Ecke, zu der ein öffentlicher Busbahnhof in der Lage ist. Damit nickt der Mann dir zu, als sei damit alles gesagt. Der Schalter ist dekorativ mit Spinnweben verziert. Ein bisschen früh ist es ja schon für Halloween-Vorbereitungen, aber immerhin hat sich jemand Mühe gegeben. Im Moment scheint niemand da zu sein. Du presst dein Gesicht gegen die Plastikscheibe, um etwas im Raum dahinter zu erkennen. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Ich muss nach Innsmouth. Keiner da. Aber wie aus dem Nichts liegt plötzlich ein Busticket auf dem Tresen. Ob die Fahrt umsonst ist? Ah, solltest du etwas da lassen? Eine Spende da lassen? Das Ticket einfach einstecken? Na, wir sind ein schmuddeliger Ermittler. Aber ein ehrlicher dafür. Wir lassen eine kleine Spende da. Du bist Verfechter des Rechts. Dass du bezahlst, versteht sich von selbst. Du legst ein paar Münzen in die Schale unter der beschlagenen Glasplatte. Bleibt nur zu hoffen, dass sich nicht vom nächsten Mitreisenden stibitzt werden. Selbst wenn hinter dem Schalter jemand sitzen würde, könntest du ihn nicht erkennen. Es ist einfach zu dunkel. Für wenige Sekunden warst du abgelenkt. Da liegt plötzlich Rückert auf dem Schaltertresen. Was ist das zwischen den Münzen? Ein kleiner goldener Angelhaken? Seltsam. Wo versteckt sich dieser Boss? Zwischen den polierten Greyhounds und Reisenden, die ihr Gepäck verstauen, sich verabschieden und müde in ihre Sitze fallen lassen, steht eine Art Müllcontainer. Ein Müllcontainer mit Fenstern?
Nein, es ist tatsächlich ein Bus. Er ist vollkommen verrostet und selbst aus einiger Entfernung nimmst du den eigentümlichen Geruch wahr, den er absondert. Ist das etwas Schwefel? Kaum zu glauben, dass das Ding fahren soll. Im näheren Umkreis ist alles merklich ruhiger als an den anderen Bussteigen. Die einsteigenden Menschen zeigen keine Gemütsregung. Niemand drängelt hier. Stattdessen schlürfen die Fahrgäste im einheitlichen Tempo hintereinander. Die quietschenden Stufen am Busfahrer vorbei. Belagern möglichst einzeln die Zweiersitze, als würden sie ihre Mitreisenden gar nicht wahrnehmen wollen. Auf dem Schild steht ganz klar Innsmouth. Keine Abfahrtzeiten, keine Zwischenstopps. Einfach nur Innsmouth. So, unschlüssig stehst du auf der Einstiegstreppe. Fahrer ansprechen, Ticket vorzeigen, stumm vorbeischleichen. Na, da ein Kumpel von mir Busfahrer ist, ist das eine Sache der Höflichkeit. Wir zeigen unser Ticket vor. Du reichst dem Fahrer das Ticket. Keine Reaktion. Zumindest kannst du keine erkennen. Die Beleuchtung ist dürftig und der Schatten seiner verstaubten Fahrermütze legt sich fast über sein komplettes Gesicht. Was ist das an seinem Hals? Du stehst in der Tür und wartest auf ein Okay, ein Nicken, irgendwas. Der Schwefelgeruch ist stärker geworden. Hinter dir hat sich eine Schlange gebildet, doch weder drängt noch beschwert sich jemand. Die Leute warten still und geduldig. Nichts wie raus hier, irgendetwas sagen, einfach weitergehen. Ja, dann wollen wir den Verkehr nicht weiter aufhalten und gehen einfach weiter. Du schiebst dich seitwärts durch den Gang. So lang sah der Bus von außen gar nicht aus. Du bist flankiert von schäbigen Zweiersitzen und einige sind bereits besetzt mit jeweils einem Reisenden. Die hintere Bank ist frei. Sieht allerdings so aus, als sei die Polsterung an einigen Stellen aufgeplatzt. Oder aufgeschlitzt. Du kannst Federn mit scharfen Drahtkanten erkennen und auf dem Boden scheint irgendeine klebrige Flüssigkeit ausgelaufen zu sein. Warum hast du dich nicht gleich in eine der freien Reihen gesetzt? Hier hinten ist fast alles besetzt oder genauer gesagt blockiert. Die meisten Fahrgäste haben sich demonstrativ in den Gang gesetzt und versperren damit die Fenstersitze. Vielleicht bietet sich ja die Gelegenheit, dem gemeinsamen Innsmouth-Besucher etwas näher zu kommen. Ob sie wollen oder nicht. Dein Blick fährt über die Sitzreihen. Dich zu jemandem setzen oder auf die hinterste Bank. Ja. Was soll man sagen? Da setze ich mich doch ganz, ganz weit hinten im Bus. Du warst schon immer der coole Außenseiter. Na, zumindest redest du dir das gerne ein. Also nimmst du die hinterste Sitzreihe für dich in Beschlag. Die Fahrt wird doch nicht lange dauern, oder? Einmal mehr wünschst du dir, du hättest der Landkarte etwas mehr Aufmerksamkeit gespendet. Erneut steigt dir der Geruch von Schwefel in die Nase. Du versuchst dich vorsichtig hinzusetzen, ohne deine Klamotten an den Drahtkanten der Sitze zu zerreißen. Plötzlich ein Ruck. Ohne das Gleichgewicht halten zu können, wirst du von unsichtbaren Mächten, besser bekannt als Gravitation, in den Sitz gepresst. Der Bus ist ohne jede Vorwarnung gestartet. Durch die abrupte Fahrt ist ein Bündel vergilbter Papiere über den dreckigen Boden direkt vor deine Füße gerollt. Du hebst es auf. Schau an, eine Zeitung. Innsmouth Illustrated. Vom April letzten Jahres. Praktisch. Zeitung lesen, Zeitung unter den Hintern klemmen. Tja, die Busfahrt ist lang und langweilig. Und damit wir hier nicht noch vollgequatscht werden, wirken wir beschäftigt, indem wir Zeitung lesen. Laut einem Aufkleber war die Zeitung von einem gewissen C.J. Young abonniert worden. Die Innsmouth Illustrated bietet tatsächlich eine Menge unterhaltsamer Artikel. All diese Artikel klingen nach einer liebenswerten, aufstrebenden Touristenmetropole. Ein echter Geheimtipp. So, weiterlesen oder Zeitung weglegen. Da sagen wir doch mal, weiterlesen. Du fasst den Entschluss, jeden einzelnen verdammten Artikel in dieser Zeitung zu lesen. Vorbereitung ist bekanntlich alles und davon abgesehen ist dir sterbenslangweilig. Du erfährst, dass Innsmouth über eine Strandpromenade verfügt und letztes Jahr sogar eine Strandbar eröffnet hat. Schließlich entdeckst du das Kreuzworträtsel, welches sich als ganz schön schwierig erweist.
ganz schön viele fischbezogene Begriffe. Kleinteilige Backwaren mit durchmischter Reihenfolge, wahrhaftig plus H. Das ist dir im Moment so schwierig und du wirfst die Zeitung barsch in die Ecke. Schließlich fallen dir die Augen zu. Den Rest der Fahrt über schläfst du friedlich. Der Bus verlässt irgendwann die Landstraße und biegt an einem Holzschild ab, auf dem in roten, teilweise abblätternden Lettern Innsmouth geschrieben steht. Die Fahrt geht holprig weiter über einen schmalen, mit zahlreichen Schlaglöchern übersäten Feldweg. In der Ferne sind bereits vereinzelte Häuser zu erkennen. Möwen umkreisen die Dächer des äußersten Randes der Stadt, die sich entlang der Küste aufbaut. Sämtliche Fahrgäste holen nun ihre Taschen unter den Sitzen hervor und machen sich startklar. Neugierig siehst du durch das Vorderfenster, durch das Seitenfenster. Ja, ihr seht's auf dem Bild. Das Vorderfenster ist verdammt fucking weit weg. Da nehmen wir doch das Seitenfenster. Merkwürdig. Der Bus zieht vorbei an einem riesigen Schrottplatz, Parkplatz. Das hier draußen vor der Stadt, nirgendwo. Ihr passiert ein weiteres Holzschild, dessen halb abblätternde Schrift den Innsmouth Park und Rastplatz bewirbt. Eine Menge Autos sehen so aus, als würden sie schon seit Jahren hier stehen. Herbei gewehter Sand, die Motorhaube und Windschutzscheiben. Quietschend öffnet sich die Vordertür des Busses und du reißt dich ein in die monotone, traumwandlerische Reihe der Einheimischen. Schritt für Schritt, im Gleichschritt, kommt ihr dem Ausgang näher. Während du die Stufen herabsteigst, musst du deine Augen vor dem Sonnenlicht schützen. Der Bus war ganz gut abgedunkelt. Die anderen Fahrgäste machen sich schlürfend davon. Innsmouth Stadteingang. Endlich angekommen, Innsmouth. Während du deine Gelenke streckst und die Strapazen der Fahrt abschüttelst, musstest du die nähere Umgebung. Kein Künstler hätte dieses Bild harmonischer malen können. Unter dem nun stechend blauen Himmel liegt der mit hellen Kalkstein gepflasterte Rathausplatz, umrandet von neukolonialen Fassaden, die an das Neuengland des 19. Jahrhunderts erinnern. Die Schreie der Möwen gellen durch die frische, würzige Seeluft und die Einwohner machen sich langsam auf, ihrem Alltag zu bestreiten. Im Zentrum des Platzes plätschert ein Brunnen. Während du noch die Glieder dehnst und einen tiefen Zug der salzigen Seeluft einatmest, erschreckst du plötzlich vor dem, was sich vor dir auftürmt. In der Mitte des Brunnens bäumt sich ein haushohes Fischwesen aus Messing empor. Aus dem scharfen, umzahnten Maul der Kreatur prasselt brackiges Wasser den massiven und unmenschlich verdrehten Körper hinunter. Als wäre das nicht schon furchteinflößend genug, winden sich unter den spitzen Krallen dieses Wesens menschliche Körper. Ihre Gesichter genauso verzerrt wie das deine. Wie lange stehst du hier schon? Mund und Augen vor Schrecken weit aufgerissen. Die Arme noch von dir gestreckt, versuchst du dich langsam aus dieser Schockstarre zu befreien. Deine Augen wandern umher und bemerken immer mehr beunruhigende Details. An allen Ecken zieren Ornamente, Statuen und Reliefs von Fischen das Stadtbild. Nicht von der harmlosen Sorte, die ein maritimes Thema aufgreifen, sondern Fratzen und heidnische Abbildungen von übernatürlichen Tiefseekreaturen. Gesichter pressen sich gegen die Fensterscheiben der anliegenden Wohnhäuser. Die Bewohner der Stadt scheinen dich zu beobachten. Du könntest schwören, dass das Geschrei der Möwen sich irgendwie menschlich anhört. Wie Menschen, die vor Schmerz schreien. Das war doch eben noch so idyllisch. Willkommen im Innsmouth. Umdrehen oder ignorieren. Wenn wir angesprochen werden, dann werden wir das natürlich nicht ignorieren. Wir drehen uns um. Herzlich willkommen in Innsmouth. Wie schön, dass Sie uns besuchen. Schon aus der Ferne winkt dir eine ältere kleine Dame entgegen. Sie strahlt dich begeistert an, als wärst du ihr lang verschollenes Enkelkind. Sie macht einen ganz anderen Eindruck als die meisten dieser Schlaftabletten, mit denen du dir den Bus hierher geteilt hast. Ihr Gequieke reißt dich aus deiner Starre. Oh, wie schön, Sie hier zu haben. Wie ich sehe, sind Sie ganz beeindruckt von unserem Stadtbrunnen, erbaut ca. 1704 von Abdul Nekrotis, dem Lieblingskünstler und damaligen Weggefährten von Innsmouth-Gründer Charles Dexter Tillinghast.
Die Statue war ein Geschenk und sollte an ihren gemeinsamen Reisen in Kairo erinnern. Man sieht deutlich die ägyptischen Einschlag in Nekrotis Werk. Hier und hier. Sie zeigt wild in alle Richtungen. Und hier. Aber das haben Sie sicherlich schon bemerkt. Sie sehen aus wie jemand, der sich mit Kunst auskennt, sagt sie mit einem breiten Lächeln. Deine Arme hängen immer noch in der Luft, Augen und Mund weit aufgerissen. Sie strahlt dich an. Wer zur Hölle sind Sie? Klar bin ich Kunstprofessor. Ja, die Skepsis überwiegt. Wer zur Hölle sind Sie? Oh, hab ich mich nicht vorgestellt? Eine kleine, kompakte Dame in einem geschmacklosen Blazer steht vor dir. Deine Schroffheit scheint ihre Freundlichkeit keineswegs zu mildern. Mein Name ist Muriel Popping Place, zudem noch Leiterin der Grünflächenamtes, Tourismusbeauftragte und Vorsitzende des Begrüßungskomitees. Tada! Hinter Muriel steht ein luftdürftig zusammengesetzter Infostand aus morschem Holz, der liebevoll mit Flyern geschmückt ist. Ein riesiges Schild sagt: Willkommen in Innsmouth. Muriel macht kurze, flinke Schritte in Richtung ihres Infostandes und zupft zielstrebig alle möglichen Flugblätter und Prospekte aus dem klapprigen Displays. Sie hält inne, lacht schrill auf und wedelt mit den beladenen Armen. Oh, Herr je, Liebes, nehmen Sie für den Anfang einfach diese Stadtkarte. Nicht schlecht, du lässt die Karte in deiner Manteltasche verschwinden. Wollen Sie nicht mehr über unsere fantastische, mehrfach mit dem Küstenstadt des Jahrespreis, dem Kösti, ausgezeichnete Stadt erfahren? Willst du? Ich suche jemanden. Ja, was machen wir? Klar, warum nicht? Muriel klatscht in die Hände und fiepst. Sie bereitet eine ihrer Fallkarten aus und deutet nacheinander auf drei weit voneinander entfernt liegende Orte in der Stadt. Hier erstmal das nächste Ziel auf Ihrem Weg, das Stadtzentrum. In Innsmouth können Sie nicht nur eine florierende, aufstrebende Shoppingmeile genießen, unser Stadtbrunnen hat seit Mai auch echtes fließendes Wasser. Muriel wedelt mit den Zeigefingern. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Diese Stadt vergehte sich an Prunk. Aber wir sind alle doch ganz gut auf dem Boden geblieben. Nach der Sache mit dem Küsti. Ihr Finger pocht nun auf der anderen Stelle der Karte. Die Altstadt von Innsmouth ist noch komplett erhalten. Man könnte meinen, es wäre niemals irgendetwas an den Häusern verändert worden. Im Umkreis von 5 Kilometer werden Sie hier keinen einzigen Neubau finden. Deine Miene hat sich mittlerweile ungewollt in eine Maske namenlosen Schreckens verzogen. Ist das alles langweilig. Und schließlich, Muriel tippt nun an die Küste, die ebenfalls grandiose, fabutastische Strandpromenade. Ein Traumstrand und eine Beachbar mit allerlei Getränken erwartet Sie hier. Hoffentlich haben Sie genug Stress mitgebracht, denn dort erfahren Sie Entspannung pur. Die kleine Dame gluckst vergnüglich. Bedanken, einfach abhauen. Natürlich sind wir höflich bei älteren Damen und bedanken uns. Vielen Dank, Ma'am. Muriel knetet sich glücklich ihre Hände. Nichts bereitet mir mehr Freude, als unseren Besucher auf unsere hübsche kleine Stadt vorzubereiten. Bleiben Sie denn für ein paar Nächte? Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen, so lange wie möglich zu bleiben. Es gibt so viel zu entdecken. Die Stadt wird Sie gar nicht mehr loslassen. Wie lange wirst du wohl bleiben? Eine Woche? Eine Nacht? Es ist ein Kurztrip. Ja, nam 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 nam. Ich würde sagen, wir bleiben eine Woche. Das ist großartig. Hier, nehmen Sie diesen Gutschein für das Gilman Hotel. In dem Hotel erwarten Sie gehobener Service im luxuriösen Ambiente des 19. Jahrhunderts. Zu den Gästen zählten schon Berühmtheiten wie Staatsoberhäupter aus fernen Ländern, bekannte Filmschauspieler und Musiker und ganze 2 ehemalige Präsidenten. Sagen Sie an der Rezeption, Muriel schickt Sie. Muriel zwinkert und drückt ihr ein weiteres buntes Kärtchen in die Hand. So langsam reicht es dir. Du tippst auf deine Handgelenke, während du davonschleichst.
ich muss noch so viel heute sehen. Wie schaffe ich das nur? Nochmals vielen Dank für alles. Muriels Blick leitet an ihr vorbei und erspäht später eine amerikanische Touristenfamilie. Schon kippt bei ihr ein Schalter um, sie hüpft wieder mit voller Begeisterung davon und winkt aufgeregt mit den Prospekten. Mit weiteren Schritten eilst du die gepflasterte Straße entlang ins Stadtinnere, Richtung Küste. Die Sonne stand eben noch gleißend hell am Himmel, mittlerweile haben sich aber Nebelschleier um die Häuserdächer gelegt. Die Luft wird dicker und das Sonnenlicht scheint nicht mehr durch die nebligen Schwaden dringen zu können. Es wird Zeit, dir zu überlegen, wohin du gehen willst. Deine Schritte verlangsamen sich. Du hast eine Wahl zu treffen. Das Stadtzentrum liegt im Norden. Schon aus weiter Ferne kennst du die Umrisse des Rathausplatzes mit seinen aufwendig verzierten alten Gebäuden. Hier solltest du die Polizeistation, die Shoppingmale und natürlich das Rathaus finden. Als Küstenstadt beherbergt Innsmouth natürlich auch einen Hafen, mit allem, was dazugehört. Die vielbefahrenen Anlegestellen und ein sogenannter Traumstrand, davon hattest du in deinen Recherchen gelesen. Hier sollten sich eher Touristen aufhalten. Die Altstadt beherbergt laut deiner Recherche das einzige Hotel der Stadt, das Gilman Hotel. Du könntest dort schon einmal einchecken und dich frisch machen, den Gestank des Busses loswerden, der an deine Kleidung gesogen ist. Gerade als du dich wieder in Bewegung setzen willst, rutscht das Herz in die Hose. Du hast deinen Aktenkoffer im Bus vergessen. Verdammt! So etwas ist dir noch nie passiert. Auf deine spärlichen Besitztümer gibst du normalerweise gut Acht. Da kannst du wohl jetzt nichts dran ändern. Du musst dich wohl bis zur Rückfahrt gedulden, um herauszufinden, ob dein Koffer am Fundbüro abgegeben wurde. Dennoch, du könntest schwören, dass der Koffer verschwunden war, als du ausgestiegen bist. Du entscheidest dich, das Stadtzentrum aufzusuchen, das Hotel oder den Hafen. Na, wir wollen erstmal einchecken. Ne? Wir gehen zum Hotel. Das Gilman Hotel. Die Dächer konntest du schon beim Weiten erkennen und nach einem längeren Fußmarsch steht es jetzt in voller Pracht vor dir. Das Gilman Hotel. Zumindest kann man sich sehr gut vorstellen, dass es einst ein prachtvoller Bau gewesen sein muss. Das Hotel gleicht einem altenglischen Landadelsanwesen, wie du sie aus deinen Fernsehmarathons kennst. In seinem jetzigen Zustand würde es jedoch eher als Schauplatz für einen sehr vorhersehbaren Film über Teenager und Kettensägenmörder dienen. Wilde und zum Teil verdorrte Efeuranken haben das Gemäuer fest im Griff und verschleiern den Blick auf die detailreiche, verzierte Fassade. Eine Galerie von Wasserspeiern säumt die Dächer. Von sauren Regen und sauren Taubenkot in unwirkliche Formen geschmolzen. Die vielen Fenstergläser wurden anscheinend jahrelang vernachlässigt. Nur hier und da hat man ein kleines Sichtfenster notdürftig freigewischt. Auf dem Parkplatz stehen zwei Wagen. Ein Oldtimer mit großflächigen Rostflecken und ein großer grauer Van. Die Art von Van, vor der du als Kind immer gewarnt worden bist. Die Wagen inspizieren, um das Hotel spazieren, Richtung Haupteingang. Ja, wir sind neugierig. Den Wagen inspizieren. Du schaust dich noch einmal um sicherzugehen, dass die Wagenbesitzer nicht mit geladenen Schrotflinten auf der Lauer liegen. Die Luft ist rein. Du schlenderst erst zum Oldtimer. Von Autos verstehst du nicht sonderlich viel, aber der Wagen sieht jedenfalls antik aus. Die beiden Sitze im Inneren sind mit sauberem weißen Leder überzogen. Ein bisschen porzig. Du lässt von dem Oldtimer ab und wendest deine Aufmerksamkeit dem Van zu. Keine Aufschrift, ein nichtssagendes Nummernschild. Die Scheiben der Fahrerkabine sind geschwärzt. Moment mal, dir blitzt ein Gedanke auf. Ist das vielleicht der Van, dessen Besitzer die arme kleine Tabitha in den dunklen Laderaum gezogen hat? Der sie mit Bonbons, Lollis überlistet und ins Verderben gelockt hat? Das klingt, na total ein Blödsinn. Schlagartig fällt dir auf, wie absurd deine Geschichte klingt. Vielleicht könntest du diesen Fall ja tatsächlich lösen, wenn du mehr echte Detektivarbeit leisten und weniger auf Parkplätzen herumspazieren würdest. Verstohlen siehst du dich auf dem Gelände um. Nachdem du ein weiteres Mal den Oldtimer bewundert hast, gehst du zum Hotel zurück. Du hoffst, dass man sich um die Inneneinrichtung besser kümmert, doch die Enttäuschung folgt alsbald. Die haushohe massive Holztür ist schwer zu öffnen. Gehört so etwas nicht zu den Pflichten des Personals?
Mit lautem Knarzen der Scharniere und angestrengten Keuchen deinerseits stemmst du die Tür auf und betrittst das Foyer des Gilman Hotels. Ob Gäste überhaupt willkommen sind? Der Raum ist spärlich beleuchtet. Dabei hängen an der Decke beeindruckende Kronleuchter, die, wenn sie denn in Betrieb wären, der herrschaftlichen Halle zwar nicht ihre ursprüngliche Schönheit, doch wenigstens mehr Wärme verleihen würden. Deine ersten Schritte verraten dir, dass sich unter den faustdicken Teppich morsche Dielen verstecken. Die grünen Wandvertäfelungen und Tapeten wirken auf den ersten Blick genauso morsch und modrig wie die Dielen. Fast schon nass. In diesem schimmeligen Loch checke ich nicht ein zur Rezeption. Naja, ich denke mal. Wir müssen trotzdem. Es ist das einzige Hotel. Okay. Bevor du dich von dem fragwürdigen Interieur und aufkommenden Gesundheitsfragen ablenken lässt, gehst du zielstrebig in Richtung Rezeption. Hinter dem Tresen steht eine kleine grünliche Gestalt. Die laut summende Deckenlampe über dir strahlt die Silhouette gleißend hell an und verleiht dem Gesicht harte Kanten. Du könntest problemlos jedes Staubkorn und jede Schuppe auf dem dunkelgrünen Samtrevers und den krummen Schultern zählen. Vielleicht wäre es doch nicht so verkehrt, hier überall das Licht zu dimmen. Die verstaubte Figur lächelt dich an. Oder grinst sie etwa? Das Gesicht des Mannes beunruhigt dich. Du neigst dich schräg nach vorne, um ihn besser mustern zu können. Seine Mundwinkel reichen bis an seine vertrockneten Ohren. Wie angetackert. Seine Knopfaugen liegen tief in den Höhlen und schielen in entgegengesetzte Richtungen. Hat er überhaupt einmal geblinzelt? Und obendrein riecht er auch noch merkwürdig. Sie wünschen? Du erschrickst und weist deinen Schritt zurück. Willkommen im Gilman Hotel. Mein Name ist Cornelius Gilman III. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Der Blick des Mannes bleibt unverändert. Dieses unnatürliche Lächeln wirkt immer noch wie gemeißelt. Kaum zu glauben, dass er so sprechen kann. Eben noch hätte er genauso gut eine Puppe sein können. So wie jetzt auch, wenn er nicht spricht. Was zur Hölle ist mit ihrem Gesicht? Sie haben wunderschöne Augen. Ich hätte gern ein Zimmer. Ach ja. Ach. Ja, also eigentlich wollen wir ein Zimmer, aber wir können auch mal ein bisschen Schabernack treiben, komm. Sie haben wunderschöne Augen. Sie haben wunderschöne Augen. Hauchst du und lehnst dabei mit den Ellbogen über den Tresen. Heute Abend schon was vor? Ja. Erwidert der Concierge. Da spielt jemand schwer zu kriegen. Doch das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Schweren Herzens stößt du dich vom Tresen ab. Ich hätte gerne ein Zimmer. Setzt du an und verkneifst du den Zusatz in einem anderen Hotel. Wunderbar. Das Gilman Hotel ist hoch erfreut, Sie als Gast beherbergen zu dürfen. Darf ich Sie fragen, ob es Sie geschäftlich oder zum Vergnügen nach Innsmouth zieht? Wie lange beehren Sie uns? Möchten Sie ein Zimmer mit Blick zum Strand oder die Skyline unseres aufregenden Städtchens genießen? Wann möchten Sie geweckt werden? Haben Sie einen sehr tiefen Schlaf? Sind Sie allein angereist? Haben Sie Familie? Wer weiß, dass Sie hier sind? Darf ich Sie für unser Spa-, Sport- und Wellness-Angebot begeistern? Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren? Wie lange können Sie die Luft anhalten? Ja, wie lange kann ich die Luft anhalten? Witzige Geschichte. Seit meiner Kindheit kann ich unter Wasser atmen, alle Fragen beantworten. Muriel schickt mich. Tja, da sage ich doch mal, ich beantworte alle Fragen. Du machst ein Häkchen neben geschäftlich zum Vergnügen. Knickknack. Kein Kästchen schreibst, dann geht sie nichts an. Ja. Zum Vergnügen. Knickknack. Wie lange wären sie uns? Ja, ungefähr eine Woche. Länger als eine Nacht halte ich es hier bestimmt nicht aus, solange es sein muss. Ah, ich bleib mal ein bisschen unverfänglich, solange es sein muss. Bevorzugte Lage, Blick auf Strand, du schreibst Blick auf ihr Zimmer, knickknack. Blick auf die Stadt, oh schön. Na, aber komm, Blick auf den Strand. Wünschen Sie einen Weckservice. Punkt 6, ich schlafe nie, nein verdammt. Ja, da sag ich doch mal,
ich schlafe nie. Haben Sie einen tiefen Schlaf? Seltsame Frage. So tief wie meine Empfindung für Sie. Ich schlafe nie. Und ich lasse mich nicht so schnell aus dem Schlaf bringen. Tja, da bleibe ich einfach, ich schlafe nie. Sind Sie alleine angereist? Ich bin immer alleine. Vielleicht bin ich heute Nacht nicht alleine, Knickknack. Ja, komm. Ne? Haben Sie Familie? Meine Familie geht Sie nichts an. Ich wünsche mir so sehr, eine Familie zu gründen und ich habe da einen Goldfisch namens L. Jawohl, komm. Also schon allein für diesen Namen, L, ja, als großer, schrecklich netter Familienfan, muss es diese Antwort sein. Wer weiß, dass Sie hier sind? Niemand weiß, dass ich hier bin. L weiß Bescheid. Warum fragen Sie mich das? Natürlich weiß mein Goldfisch Bescheid. L weiß Bescheid. Darf ich Sie für unser Spa-, Sport- und Wellness-Angebot begeistern? Ja, bitte. Nein, verdammt. Gehen Sie auch gerne in die Sauna. Oh, schön. Ah, komm. Ja, lassen Sie mich begeistern. Wollen Sie unseren Newsletter abonnieren? Ich will kein Newsletter abonnieren. Nein. Oder ich werde jeden töten, der mir noch einmal mit einem Newsletter-Abo um die Ecke kommt. Ja, wir sagen mal nein. Wie lange können Sie die Luft anhalten? 30 Sekunden, 10 Minuten, witzige Geschichte seit meiner Kindheit. Kann ich unter Wasser atmen? Ja. Was das jetzt? Kann ich auf mein Zimmer? Der Concierge hat während unseres Gesprächs bislang nicht einmal die Miene verzogen, geschweige denn geblinzelt. Vielen Dank, das war alles, was ich wissen muss. Sie müssen nur noch hier unterschreiben. Er neigt seinen eckigen Kopf zum Gästebuch. Ungeduldig unterschreibst du mit dem Namen J. Doe, schön. XXX Noobslayer 555. Geil, mit deinem echten Namen unterschreiben. Ja, komm, Noobslayer, was ist los? Leider sind wir die... Das ist großartig. Leider sind wir diese Saison fast ausgebucht. Es ist nur noch ein Zimmer frei. Hier, Ihr Schlüssel für Zimmer 666. Angenehmen Aufenthalt. Du schaust zuerst auf den Schlüssel, der wie von Zaubern plötzlich auf dem Tresen liegt. Dann an Gilman vorbei, an die Wand, wo zahlreiche weitere Schlüssel hängen. Was jetzt? Deine Suche nach Tabitha fortsetzen, dein Zimmer aufsuchen, Wellnessangebot buchen. Ja, da sagen wir doch. Ja, wir werden mal erstmal unser Zimmer aufsuchen. Dein Blick fährt über die Etagenübersicht, die in eine goldene Tafel eingraviert ist. Zimmer 666, da steht es. Dritte Etage, linker Flügel. Während du die Treppe zu den oberen Stockwerken hinaufschreitest, kannst du den Blick des Concierges auf deinem Hinterkopf erahnen. Schnaufend reißt du endlich deine Etage. Ein fast endloser Korridor erstreckt sich vor dir. Am anderen Ende erkennst du eine Gestalt, die ebenso verloren in den Gang blickt wie du. Hat das Gebäude von außen nicht weitaus kleiner ausgesehen? Als du den Korridor entlang spazierst, fällt dir auf, dass dir dein Gegenüber entgegenkommt. Dein Gehirn beginnt bereits, sich auf belanglosen Hotel-Smalltalk zu kalibrieren. Doch halt, das bist ja du. Nach einem längeren Gang stehst du vor einem Spiegel. Deswegen also schien der Korridor so endlos. Der Spiegel markiert eine Gabelung. Den Raumnummern zufolge sollten sich dein Zimmer jetzt weiter links befinden. In dem rechten Korridor steht ein kleines gelbes Warnschild auf dem Flur. Renovierungsarbeiten. What you wanna do? Zu deinem Zimmer gehen? Im rechten Flügel herumspazieren? Ja, wir sind neugierig. Natürlich werden wir im rechten Flügel herumspazieren. Ach, wo du schon mal hier bist. Du schlenderst in den rechten Gang. Der Gang biegt noch um mehrere Ecken und führt dich über verschlungene Pfade weiter durchs Gebäude. Gerade als du dich zu fragen beginnst, was du hier eigentlich machst, spürst du, wie du auf etwas Hartes trittst. Ein klackendes Geräusch lässt dich abrupt anhalten. Du kniest nieder, um das Glänzen etwas näher in Augenschein zu nehmen. Es ist dein Schlüsselbund. An einem Ring hängen mehrere Schlüssel, darunter ein Hotelschlüssel, der die exakt selbe geschwungene Form wie deiner aufweist. Und ein breiter Autoschlüssel mit schwarzer Plastikkappe. Hat wohl jemand fallen lassen. Den Boden näher untersuchen, nach dem dazugehörigen Zimmer suchen, einchecken und ein eigenes Zimmer suchen. Na, wir checken mal kurz den Boden noch. Es ist kaum verwunderlich.
dass der Schlüsselbund nicht vorher gefunden worden ist. Das rot-gelb-schwarze Muster des Flurteppichs bietet eine perfekte Camouflage. Der Bund scheint jedoch das einzige zu sein, was hier fallen gelassen wurde. Zumindest kannst du nichts mehr entdecken. Nach dem dazugehörigen Zimmer suchen, einstecken und dann ein Zimmer suchen. Na, wir suchen natürlich das passende Zimmer dazu. Auf dem Hotelschlüssel ist die Nummer 237 eingraviert. Dabei handelt es sich praktischerweise um die Tür, vor der du gerade stehst. Wenn alle deine Fälle nur so einfach zu lösen wären. Du könntest den Schlüssel nun dem Gast zurückgeben und herzlich mit ihm über diesen dummen Vorfall lachen. Oder falls er nicht da ist, durch sein Zimmer spazieren. Naja, klopfen, Tür aufschließen. Na, wir sind mal erstmal höflich. Vielleicht sind wir ja nicht allein. Wir klopfen. Um den Gast nicht völlig zu überrumpeln, entscheidest du dich erst einmal zu klopfen. Entweder sind die massiven alten Holztüren hier schalldicht, oder es ist niemand da. Auch nach einem zweiten Versuch öffnet niemand die Tür. Aufschließen, Schlüssel einstecken und dann ein Zimmer suchen, dann schließen wir die Tür auf. Eigeninitiative ist einer deiner herausragenden Eigenschaften. Daher wartest du nicht länger und schließt die Tür auf. Im Geiste gehst du noch Ausreden durch für den Fall, dass doch jemand im Zimmer ist. Doch nur ein Blick in den Raum reicht, um diese Sorge zu zerstreuen. Die Wohnung ist abgedunkelt. Nicht durch Rollläden. Tatsächlich scheinen die Fenster dieses Hotels gar nicht erst damit ausgestattet zu sein. Nein, stattdessen sind alle Fensterflächen durch mehrere Schichten von Zeitungsausschnitten zugepflastert. Hat ein paranoider FBI-Agent hier übernachtet? Der Geruch von etwas, das so lange in der Sonne lag, macht sich in deiner Nase breit. Fremdes Zimmer betreten, raus hier. Wir betreten das Zimmer. Die Umstände haben dich nur umso neugieriger gemacht. Du betätigst den Lichtschalter und schließt die Tür leise hinter dir. Zwei der drei Deckenlampen sind ausgebrannt. Die verbliebene Glühbirne gibt flackernd ihr Bestes. Mit jedem Schritt lösen sich deine Schuhe mit einem schmatzenden Geräusch vom Dielenboden. Du möchtest gar nicht erst wissen, was am Boden klebt. So ein Saustall. Eingedellte Dosen liegen verstreut auf dem Boden. Die vielen verteilten Zettel auf dem Boden verleihen dem Zimmer die Atmosphäre einer Schneelandschaft. Würde es nicht so widerlich stinken. Neben dem Bett wurde ein Stapel ihrer Plastikschachteln aufgetürmt, um die sich eine Schar Fliegen streitet. Eine Wand ist vollgepflastert mit Zeitungsausschnitten, Zetteln und Fotos. Wer auch immer hier wohnt, hat keine Mühen gescheut, ein komplexes Geflecht an Orten, Namen und Geschehnissen zu kreieren. Bunte Fäden verbinden fast alle angepinnten Zettel miteinander. Starrst du auf das Lebenswerk eines Verschwörungstheoretikers? Du schlenderst durch den Raum, öffnest hier und da die Schubladen, doch alle Schränke sind leer. Ein paar Kleidungsstücke liegen auf dem Boden verteilt. Im ersten Moment bist du dir nicht ganz sicher, ob sie einer Frau oder einem Mann gehören. Die Hemden sind zweckmäßig schlicht, doch eng geschnitten. Dann entdeckst du ein BH. Interessant. Du siehst dich um. Die Wände näher betrachten, das Bad betreten, ein paar Zettel einstecken, raus hier. Na, dann gehen wir mal erstmal ins Bad. Du klopfst an der Tür und kündigst dich laut an. Es scheint tatsächlich niemand da zu sein. Glück gehabt. Schwer zu sagen, welches Gesprächsthema unangenehmer wäre. Das deine Anwesenheit oder der Saustall da draußen. Du betätigst den Lichtschalter. Unter dem flimmernden Schein einer alten Glühbirne betrittst du das Bad. Die Luft ist kalt und feucht. Die Wanne ist bis zum Rand gefüllt mit Wasser. Kosmetikartikel liegen achtlos im Waschbecken verstreut. Und jetzt? Die Badewanne untersuchen, das Waschbecken näher anschauen, das Bad verlassen. Na, wir werfen erstmal einen Blick auf die ekelhaften Lippenstifte. Am Waschbecken liegen allerlei Hygieneprodukte verteilt. Das sind jedenfalls mehr, als du dabei hast. Da hat sich zweifellos jemand für einen längeren Besuch eingerichtet. Und jetzt die Badewanne untersuchen, das Bad verlassen. Na, wir werfen noch einen Blick in die Wanne. Und die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich an keiner Wanne vorbeigehen kann in einem Horror-Let's Play. Deshalb, check out die Wanne. Es ist nicht so, als ob jemand gebadet hätte. Das Wasser ist sauber und klar. Eine Flasche Shampoo und Duschgel warten auf einem Hocker bereitgestellt. Die Kappen sind jedoch beide verschlossen. Du tunkst die Hand ins Wasser. Es ist eiskalt. Der Dreck und die nicht weggeräumten halbvollen Fertiggerichte waren schon ein Hinweis. Nun aber besteht kein Zweifel mehr. Wer immer hier übernachtete, nein,
gewohnt hatte, muss das Zimmer überraschend und aus heiterem Himmel verlassen haben. Und jetzt das Bad verlassen. Es gibt noch genug zu tun und die Zeit rennt dir davon. Du verlässt das Bad und überlegst, wo du nach weiteren Spuren suchen könntest. Du siehst dich um. Die Wände näher betrachten, ein paar Zettel einstecken, raus hier. Na, dann betrachten wir uns die Wände mal. Fotos bekannter Gebäude wurden auf die Karte geklebt. Ein Totenkopf wurde über die Gegend gekritzelt, die du als Stadtzentrum erkennst. Eine seltsame Wahl. Treiben sich dort nicht bloß Touristen rum? Ein paar weitere Totenköpfe wurden vereinzelt in regelmäßigen Abständen neben Wohnblöcken gezeichnet. In der Hafengegend, in der sich auch die Dorfkirche befindet, steht Kult geschrieben. Der Leuchtturm ist wild eingekreist. Gleich zwei Ausrufezeichen wurden wild neben dessen Position in die Karte geritzt. Dein Blick schweift über die Fotos, die hier und da mal auf die Tapete, mal auf die Stadtkarte gepinnt wurden. Dein Magen zieht sich zu einem Klumpen zusammen, als dir Dahlia Marsh ihr eisiges Lächeln von einem Zeitungsausschnitt zuwirft. Der Textteil fehlt dummerweise. Zu gern wusstest du, warum ihr Bild in einer Zeitung war. Die dazugehörige Zeitung wurde offenbar längst entsorgt. Außer Müll und weißen Papierfetzen findest du keine Spur. Verflucht. Immer dieses unbedachte Handeln von Menschen, die glauben, niemand sonst würde ihre Paranoia-Wand zu sehen bekommen. Du siehst dich um, ein paar Zettel einstecken, raus hier. Na, ich steck mal noch ein paar Zettel ein. Du greifst dir einen der vielen Zettel, die auf der Kommode liegen. Vorsichtig entfaltest du das zerknitterte Papier, bemüht es nicht zu zerreißen und die Schrift damit unkenntlich zu machen. Ein Polaroid-Foto purzelt heraus. Es wurde wohl zwischen den Seiten aufbewahrt. Du hebst es auf und bist selbst nicht sicher, was du erwartet hast. Aber sicher nicht das. Es ist Tabitha Marsh. Es ist nicht nur Tabitha Marsh. Es ist das exakt selbe Polaroid-Foto, das sich in deinem Besitz befindet. Hastig kramst du in deiner Manteltasche. Du legst die beiden Fotos auf dem Bett nebeneinander. Tatsächlich. Die Bilder sind identisch. Ist so etwas bei Polaroid-Bildern überhaupt möglich? Auf der Rückseite des Fotos steht in feiner Handschrift Dahlias Adresse geschrieben. Wer auch immer diesen Van gefahren hat, muss ebenfalls nach Tabitha gesucht haben. Ob dies dein Vorgänger war? Ein Privatdetektiv, der die Flinte ins Korn geworfen hat? Fast hast du den Zettel schon vergessen, in den das Polaroid gelegen hat. Du erkennst die Handschrift. Es ist die gleiche, die die Adresse notiert hat. Die Nacht war unglaublich. Das mussten wir wiederholen. Dahlias Handschrift. Du setzt dich aufs Bett, den Zettel noch immer vor Augen. Dein detektivischer Spürsinn meldet sich. Er liegt den Tag über meistens verkatert in der Ecke deines Unterbewusstseins, doch jetzt ist er da und er ist wach. Wenn Dahlia diesen Detektiv noch vor dir beauftragt hat, muss das vor wenigen Tagen gewesen sein. Tabitha muss erst vor einem oder zwei Tagen vermisst worden sein. Und ihre Mutter hat gleich mit dem ersten Ermittler geflirtet. Der hat sie auch schöne Augen gemacht, meldet sich dein Unterbewusstsein. Offensichtlich hast du keinen so guten Eindruck auf sie gemacht wie dein Vorgänger. Du siehst dich um. Raus hier. Es reicht, du hast genug gesehen. Mit bemüht leisen Schritten durchquerst du den Hindernisparcours, den die vielen Zettel, Klamotten und verknüllten Aluminiumbällchen darstellen, und verlässt den Raum. Der Schlüsselbund landet klackernd in deiner Manteltasche. Du kannst dir später noch überlegen, was du damit anstellst. Ein paar Schritte und zwei weitere verwirrende Spiegelgabelungen später hast du die Nummer 666 erreicht. Halleluja. Jetzt kannst du dein Kram loswerden und kurz die Augen ausruhen. Das Türschloss lässt sich natürlich nicht ohne weiteres öffnen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Du drehst den Schlüssel ein paar Mal chaotisch im Schloss hin und her, bis ein Klicken Erfolg signalisiert. Eine einlullende Wärme kommt dir entgegen, als du das Zimmer betrittst. Die Synapsen in deinem Gehirn wechseln in den Energiesparmodus. Die Reise nach Innsmouth hat dich wohl mehr mitgenommen, als du gedacht hast. Den Rest des Zimmers nimmst du kaum noch wahr. Ein Blick auf das Bett erweckt in dir die Sehnsucht, das einmal kurz auszuprobieren, ausruhen oder auspacken. Nein, wir sind ordentlich, wir packen erst aus.
Richtig, du hast ja noch etwas vor. Ein kleines Mädchen wartet darauf, gefunden zu werden. Und dein Finderlohn wartet darauf, das Konto zu wechseln. Erst als du entschlossen zum Kleiderschrank marschierst, fällt dir ein, dass du gar nichts zum Auspacken besitzt. Nachdem dein Aktenkoffer auf mysteriöse Weise verschwunden ist, bleibt dir nur noch eine notdürftige Überlebensausrüstung. Eine Zahnbürste und Reisefläschchen diverse Pflegeprodukte, die du in morgendlicher Eile in deine Manteltasche gestopft hattest. Du gehst ins Bad und verteilst deine Schätze auf dem Waschbecken. Eine Handvoll eiskaltes Wasser reicht, um dich wieder wach zu kriegen. Ein Glück, dass du dich nicht gleich aufs Bett gelegt hast. Du wärst vermutlich eingeschlafen und nie wieder aufgewacht. Jetzt, da du dich ein wenig erfrischt fühlst, verlässt du das Badezimmer und siehst dich in deinem kleinen Reich um. Deine Unterkunft ist nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Das Bett wird flankiert von einer Kommode, am Fenster steht ein mit geschwungenen Ornamenten verzierter Schreibtisch und neben der Tür zum Bad erstreckt sich ein riesiger, massiver, dunkler Kleiderschrank bis an die Zimmerdecke. Über eine gelbliche Tapete mit floralem Motiv, die sich an einigen Stellen von den Wänden löst, dekorieren klassische Gemälde mit aufwendig verzierten Rahmen das Zimmer. Was willst du jetzt tun? Das Fenster öffnen, die Bilder näher betrachten, das Zimmer verlassen. Na, wir gucken uns mal erstmal die wunderschöne Barbrosk-Kunst hier an. Da man in diesem Zimmer keinen Fernseher spendiert hat, musst du dich wohl mit klassischer Kunst unterhalten. Das erste Bild zeigt ein Schiff auf stürmischer See. Das Motiv kommt dir bekannt vor. Ein hübsches Spiel mit Wolken, Licht und Wellen, die am Bug des Schiffes brechen. Halb verborgen ist im Hintergrund ein kleiner Lichtpunkt zu sehen. Du musst die Augen zusammenkneifen und etwas näher kommen, um einen Leuchtturm zu erkennen. Sogar eine Stadt ist angedeutet. Könnte das Innsmouth sein? Du wendest dich dem nächsten Bild zu und machst gleich einen unwillkürlichen Schritt zurück. Du blickst auf einen griesgrämigen, wettergegerbten Mann, die Inkarnation eines Seemanns, komplett mit Kapitänsmütze, strengen grauen Bart und dicken schwarzen Mantelkragen. Der Maler dieses Werkes hat keine vorteilhafte Seitenperspektive gewählt, sondern die frontale. Der Kopf leicht erhoben, scheint der stechende Blick des Mannes auf etwas in weiter Ferne gerichtet zu sein. Ein kleiner Lichtfunke ertrinkt förmlich in seinen finsteren Augen. Eine seltsame Wahl für Hotelzimmerdekoration. Das dritte und letzte Bild hängt an der anliegenden Wand. Eine Idylle am Strand an einem ruhigen Tag am Meer. Ein Liebespaar hat den Betrachter in den Rücken zugewandt. Er in einem weißen Hemd, sie in einem gelben Kleid. Die beiden liegen umschlungen auf einer Sanddüne und blicken dem Horizont entgegen. Ein Gefühl von tiefer Ruhe erfüllt dich bei diesem Anblick. Was willst du jetzt tun? Du kannst heute Abend unmöglich in diesen einschläfernden Mief zurückkehren. Zumindest ein Fenster solltest du öffnen, damit etwas frische Luft in den Raum kommt. Das Fensterschloss ist eine unnötige, komplizierte Kurbel, an der du eine Weile planlos herumdrehst, bis du verstanden hast, wie der Mechanismus funktioniert. Tja, was willst du jetzt tun? Das Zimmer verlassen. Du bist nun einigermaßen erfrischt und fühlst dich bereit, der Stadt wieder gegenüberzutreten. Nur mit deinem Geldbeutel, dem Handy und dem Foto des kleinen Mädchens bewaffnet, trittst du auf den Gang hinaus und schließt das Zimmer ab. Du wendest dich bei der ersten Gabelung nach rechts und dann wieder nach links, richtig? Bemüht dich zu beeilen, stehst du plötzlich vor einer Sackgasse. Nachdem du ein paar andere Links-Rechts-Kombinationen ausprobiert hast, findest du endlich ein goldenes Schild an einer Wand, dessen Gravur dir den Weg zu den Treppen weist. Während du die Treppen kreisförmig herabschreitest, wirfst du einen Blick auf die Rezeption im Erdgeschoss. Das mechanische, unheimliche Lächeln des Concierge strahlt dir radioaktiv entgegen. Ganz so, als hätte er nichts Besseres zu tun, als jeden deiner Schritte zu beobachten. Als du unten angekommen bist, gehst du nochmal mit dem Concierge sprechen, direkt zum Ausgang. Na, wir werden mal nochmal mit dem Concierge sprechen. Zurück an der Rezeption hat sich nicht viel getan.
Eine Stimme ertönt von jenseits der steifen Lippen des Concierges. Ich hoffe sehr, Sie sind mit Ihrem Zimmer zufrieden. Alles perfekt. Hier möchte ich sterben, Wellnessangebot buchen, den gefundenen Schlüssel abgeben. Ja, den gefundenen Schlüssel erstmal abgeben. Dein Sinn für Ordnung meldet sich. Du fischst den zweiten Schlüssel aus deiner Hosentasche und schiebst ihn über den Tresen. Den habe ich gefunden. Er lag auf dem Boden. Ist nicht meiner. Aufmerksam musstest du Mr. Gilman. Seine Fassade bröckelt endlich. Zumindest ein wenig. Sein rechter Mundwinkel zittert. Für eine Sekunde nur, dann hat er sich wieder gefangen. Wie überaus aufmerksam von Ihnen. Mit einer Bewegung, weitaus schneller als du den alten Mann zugetraut hättest, lässt er den Schlüssel vom Tresen verschwinden. Wortlos lächelt er dich an. Nichts wie raus hier, Wellnessangebot buchen, das verlassene Zimmer erwähnen. Ja, da sag ich doch mal, wir haben ja das wunderbare Wellnessangebot. Das buchen wir doch. Dieses Wellnessangebot. Caligula, beendet der Concierge deinen Satz. Selbstredend, heute muss Ihr Glückstag sein. Das heutige Programm startet in... Er hebt demonstrativ seinen Arm, ohne dabei auf die goldene Uhr an seinem Handgelenk zu blicken. 5 Minuten. Wollen Sie einen Platz reservieren? Reservieren? Du nimmst dir einen Moment und drehst dich um die eine Achse, um die Leere des Hotels auf dich wirken zu lassen. Unbedingt. Großartig. Ich werde alles Nötige fahren lassen. Der Tourbus steht bereits draußen auf dem Parkplatz. Unser Wellness-Experte Ezekiel wartet nur auf Sie. Na sowas. Bin dabei. Wissen Sie, vergessen Sie es. Tja, da sage ich doch, bin dabei. Der Concierge hat nicht zu viel versprochen. Auf dem Parkplatz steht ein rostiger kleiner Bus, der vielleicht 30 Leute fasst. Schwarzer Rauch stößt in unregelmäßigen Abständen aus dem Auspuff. Aus der Ferne sieht es so aus, als wäre der Wagen nur durch Dreck und Rost zusammengehalten. Du gehst davon aus, dass dieser Bus irgendwann einmal eine Farbe hatte. Damals, als die Erde noch jung war und die alten Götter herrschten. Die Fenster sind dreckig und von innen beschlagen. Nur vereinzelt sitzen tatsächlich Leute in dem Bus. Zumindest erkennst du ein paar Silhouetten. Das scheint ein sehr exklusives Programm zu werden. Ein Mann mit merkwürdig verformtem Gesicht steht entspannt gegen die offene Fahrertür gelehnt. Er raucht eine Zigarette. Sein Passbild könnte als Abschreckungsmaßnahme auf Zigarettenpackungen gedruckt werden. Er trägt ein grünes Hemd, ein verschnörkeltes G ist auf die linke Brusttasche gestickt. Während du ihn musterst, hustet der Qualm aus, der genauso schwarz ist wie das, was da aus dem Auspuff kommt. Das muss Wellness-Experte Ezekiel sein. Guten Tag, begrüßt du ihn. Geht es hier zum Wellnessprogramm Caligula? Der Mann nickt und antwortet, ohne die Zigarre dabei aus dem Mund zu nehmen. Jupp. Sein Kopf wippt kurz in Richtung der offenen Fahrertür. Das ist eindeutig. Die Treppe, die in den Bus hinaufführt, wackelt mit jedem Schritt. 5 Touristenpärchen aller Altersklassen haben sich über die Sitze verteilt. Du stehst im Gang. Mitfahrer begrüßen, einfach vorne hinsetzen. Na, wir begrüßen doch die Mitfahrer. Du winkst. Tag zusammen. Hey. Murmeln die jüngeren Leute verlegen zurück. Es sind tatsächlich 2 jüngere Paare, Anfang 20, 2 mittleren Alters und eines vermutlich jenseits der 60. Die älteren Herrschaften nicken dir nur reserviert zu. Verständlich. Manche möchten im Urlaub gerne unter sich sein. Wenn da nur nicht immer diese blöden anderen Menschen wären. Ein knarrendes, quietschendes Geräusch. Euer Reiseleiter ist mittlerweile eingestiegen und hat sich in den antiken Fahrersitz fallen lassen. Er zieht an einem Hebel und die Bustür schließt sich.
Während der Reiseleiter den Bus vom Parkplatz herunterfährt, krächzt er in gelangweilten Tonfall in eine Lautsprecheranlage. Hochwohlgeborene Herrschaften, mein Name ist Ezekiel. Ich bin für heute Ihr Fahrer und Wellnessberater. Es ist mir eine Freude, Sie im Namen des Gimmen Hotels zum Caligula Wellnessprogramm begrüßen zu dürfen. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Fotografieren unserer Wohlfühlanlage streng verboten ist. Keine Fotos. Autsch. Die Lautsprecherboxen knistern und stoßen ständig schrille Störgeräusche aus, was Ezekiel nicht im geringsten zu stören scheint. Wir beginnen unser Wohlfühlprogramm am beliebten und weltbekannten Strand von Innsmouth. Keine Fotos. Unschlüssig siehst du dich um. Wie war das nochmal mit den Fotos? Die Fahrt genießen, den Fahrer zur Wellness befragen, Anwesende zum vermissten Mädchen befragen. Ja, na, wenn wir schon mal auf der Fahrt sind, dann fragen wir doch die anderen mal nach den vermissten Mädchen, unserem Auftrag. Du stehst noch einmal auf und stehst im Mittelgang des Busses. Die Augen aller 10 Mitfahrer sind nun auf dich gerichtet. Teils blicken sie neugierig, teils genervt, als wolltest du ihnen etwas verkaufen. Du zückst das Foto, hältst es in die Höhe und gehst langsam den Gang entlang. Dieses Mädchen hier ist vor einer Woche verschwunden. Der Verdacht besteht, dass sie sich noch immer in Innsmouth auf... Die habe ich gesehen. Ja, ich auch. Ich auch, glaube ich. Was? Gleich 3? Die Touristen werfen noch einmal einen genaueren Blick auf das Bild und nicken bekräftigend. Eine junge blonde Frau mit Nerdshirt und Sonnenbrille im Haar erklärt ihr Näheres. Wir haben sie in der Innenstadt gesehen, in einer Fußgängerzone. Zur Untermalung des Wir legt ihr Freund den Arm um sie. Geht es etwas genauer, halten sie den Bus an. Wir wollen es natürlich etwas genauer wissen. Geht es etwas genauer? Die beiden kichern sich vergnügt an. Wir haben ein paar Spiele in den Arkaden ausprobiert. Da streunte sie ein wenig rum. So am frühen Nachmittag. Hielt sich meistens bei den fiesen Spielen auf. Fiese Spiele? Wo finde ich die Arkaden? Was ist denn zur Hölle bitte mit fiese Spiele gemeint? Fiese Spiele? Dir ist nicht ganz klar, was sie damit meint. Na, Sie kennen sowas doch, mischte sich ihr Freund ein. Baller, baller, Metzel, Metzel. Fies eben. Du stimmst ihnen zu, belehrst sie eines Besseren. Und ja, wir stimmen ihnen zu. Ja, ja, ganz schlimm, fügst du hinzu und stirbst dabei innerlich. Dass heutige Computerspiele ein aufregendes neues Medium sind und selbst die teuersten Blockbuster-Filme in den Schatten stellen, behältst du für dich. Diese Art von Unterhaltungen hast du schon öfters geführt und deine Zeit ist neuerdings zu kostbar dafür. Wo finde ich die Arkaden? Also wenn sie am Rathausplatz stehen, da wo dieser große, gruselige Brunnen ist, dann sehen sie so eine Ladenstraße, erklärt die Frau und macht dabei wirre Gesten. Sie gehen einfach die Straße entlang, ganz am Ende sehen sie dann schon den Torbogen, da sind Lichter dran und so. Das ist so ganz auf Retro gemacht. Die Arkaden scheinen also Tabithas Lieblingsort zu sein. Gut zu wissen. Du beschließt, das Beste aus deiner kleinen Zwangspause zu machen und bleibst sitzen. Draußen ziehen öde Altstadtbauten an dir vorbei. Ein Friedhof, sich wiederholende Ketten aus kleinen Anglerbedarfsläden, Märkten und Wohnhäusern mit zugezogenen Gardinen. Zu ihrer Linken sehen sie Häuser, tönt es durch die Lautsprecheranlage. Zu ihrer Rechten sehen sie weitere Häuser. Der Bus fährt ein paar Minuten lang durch enge, verwinkelte Gassen. Zunehmend weichen die einfachen Häuser. Lagerhallen. Das fremde Geschrei von Seemöwen verrät, dass ihr euch dem Hafen nähert. Der Bus biegt schließlich auf eine Straße ab, die neben der Kaimauer entlang führt. Deine Mitfahrer beginnen aufgeregt zu schnattern, während sie das dichte Gedränge der Fischkutter und kleineren Boote im Hafenbecken betrachten. Zu ihrer Rechten sehen sie das Meer, Hafen betrachten, Häuser betrachten. Wir wollen... Ja. Ah, die Häuser waren jetzt nicht so catchy. Wir betrachten uns den Hafen.
Du schließt dich den Touristen an und wagst deinen Blick durch die ausgeblichenen Fenster. Tatsächlich, Boote, das ist ein Hafen. Donnerwetter, wer hat denn mit so etwas gerechnet? Boote in allen Größen und Formen laufen pausenlos aus und ein. Netze werden in Kühltruhen ausgeleert und Fische prasseln pausenlos hinein. Handel wird vor Ort mit Handschlag besiegelt und am Ende einer weiteren Landzunge wacht ein riesiger Leuchtturm majestätisch über die Bucht. Traditionelle Segelboote dieser Art sieht man nicht mehr oft heutzutage. Die Seeleute aus Innsmouth scheinen für Motoren nicht viel übrig zu haben. Von der Seefahrt scheinen sie wirklich was zu verstehen. Kaum hat sich dieser Gedanke in deinem Verstand geformt, ein Ansatz von Respekt, den du diesen verschrobenen Haufen entgegenbringen kannst, da wenden sich die Gestalten an der Anlegestelle eurem Bus zu und sehen euch nach. Ganz egal, wie fähig und geschickt sie sein mögen, sie bleiben dir unheimlich. Der Bus verlässt die gepflasterte Hafenstraße und begibt sich auf einen schmalen Kieselweg, der direkt zum Strand führt. Ein blasses Schild weist den Weg zur Innsmouth Beach Bar, eine Holzhütte, die von größtenteils leeren Liegen umzingelt ist. Mit einem heftigen Ruck hält der Bus plötzlich an. Der Kieselweg ist offenbar zu Ende. Endstation, alles aussteigen, schallt Ezekiels gelangweilte Stimme aus den Lautsprechern. Der vordere Einstieg öffnet sich und euer Fahrer schlüpft gelassen die Treppe herab. Endstation? Man muss diese Leute einfach lieben. Eure Reisegruppe quetscht sich einer nach dem anderen aus dem Bus. Der Wellnessberater hat sich inzwischen eine weitere Zigarre angezündet. Das Gilman-Wellnessprogramm genießen Sie am besten in unseren Caligula-Wohlfühlbademänteln, die in unseren Strandkabinen bereit liegen. Strikte Kleiderordnung aus Hygienegründen. Mit einer schlaffen Geste deutet er auf einige schiefe Holzhütten, die den Pfad zum Sandstrand flankieren. In unseren Strandkabinen finden Sie alles, was Sie brauchen. Ihre Klamotten können Sie dort einschließen. Oh, wie reizend von Ihnen, grunzen die Touristen. Man wird ja hier richtig verwöhnt. Okay, diese Leute haben vielleicht recht. Oder haben wohl komplett den Verstand verloren. Ja, ich... Nö, möchte mich jetzt hier nicht mehr ausziehen. Haben wohl komplett den Verstand verloren. Was zur Hölle? Warum hat dir keiner gesagt, dass du dich hier ausziehen sollst? Und nun wollen die, dass du dein Hab und Gut in einer Hütte einschließt? Wie verdächtig nach einem Plumpsklo aussieht? So, okay, du gehst in die Umkleide? Ja, wahrscheinlich nicht. Du brichst das Wellnessprogramm ab. Du fragst, weswegen ihr euch umziehen sollt. Ja, ein bisschen neugierig bin ich schon, aber ich tendiere dazu, das Wellnessprogramm jetzt hier und gleich abzubrechen. Nicht mit mir, rufst du Ezekiel mit vor Stolz geschwellter Brust entgegen. Niemand zwingt mich zu. Bevor du deine heroischen Beweggründe erläutern kannst, macht sich die Gruppe bereits auf. Allein lassen sie dich bei den Dünen zurück. Verdammt. Wozu nützt dir Stolz, wenn niemand Zeuge davon wird? Verloren siehst du dich um. Was jetzt? Auf zur Beachbar? Auf zu den Arkaden. Tja, also wenn das Mädchen in den Arkaden gesehen wurde. Denn? Immer noch zur Beachbar. Nein, wir gehen natürlich zu den Arkaden. Die Gassen. Die Spielhalle der Stadt ist kaum zu übersehen. Am Ende der öden Einkaufsmeile gelegen, siehst du den schrillen, geschwungenen Arkadenschriftzug über dem Torbogen. Die Buchstaben sind deinem Begriff nach eindeutig retro. Allerdings sehen das die Bewohner von Innsmouth sicher anders. Deine Ohren vernehmen vertraute Klänge. Der hysterische Mix aus billig produzierten Schussgeräuschen und kryptische Sounds von Flipperautomaten. Dieser Cocktail aus Synthie-Effekten versetzt dich in Nostalgie oder geht dir jetzt schon auf die Nerven? Natürlich Flipperautomaten, hey Freunde. Ja, wir wären falsch auf dem Kanal, wenn wir hier nicht Nostalgie anklicken würden. Du schwelgst in glücklichen Erinnerungen von deinem ersten Beat'em Up, in dem dich dein Gegner irgendein Yoga-Heini in seinen 70ern zur Schnecke gemacht hat. Er spielte einen Boxer.
und all die aufregenden Momente, in denen du auch mal gewonnen hast. Die wenigen Touristenfamilien, die sich mit dir in das Stadtzentrum vorgewagt haben, werden von ihren aufgeregten Kindern allesamt zur Quelle des Lärms gezerrt. Nun durchschreitest auch du die Pforten ins Reich der flackernden Lichter und schlechter Ventilation. Es ist unglaublich dunkel und die Bildschirme der Geräte scheinen die einzigen Lichtquellen zu sein. Familien, Slacker, Teenager-Grüppchen und vereinzelte Kinder drängen sich hier aneinander, um einen Blick auf laufende Spiele zu erhaschen oder die von Zuckerwatte klebrigen Finger selbst auf die Joysticks zu legen. Die Spielhalle ist kleiner, als der aufwendige Torbogen hat erahnen lassen. Dafür ist die Ausstattung für ein kleines Küstenkaff gar nicht mal so schlecht. Alles piept und blinkt. Spiele anschauen, nach dem Mädchen suchen. Ach, lass uns doch erstmal gucken. Lass uns doch erstmal gucken, was die hier für Games am Start haben. Eine der wichtigsten Lektionen, die du zwar nicht aus deinen eigenen Felden, aber aus dem Fernsehen gelernt hast. Achte auf die kleinen Dinge. Ein blutiger Anfänger würde die Spielautomaten ignorieren und mit Tunnelblick nach dem verschwundenen Mädchen Ausschau halten. Du dagegen spielst in einer anderen Liga. Vielleicht siehst du ihren Namenskürzel auf einer der Highscore-Tabellen. Vielleicht kannst du deine eigenen Reflexe verbessern, deine Nerven stehlen, indem du ein paar Runden spielst. Ein kleines Mädchen wird vermisst, aber du spielst lieber eine Runde Computerspiele. Niemand wird es je erfahren. Wie oft wirst du nochmal nach Innsmouth kommen, fragst du dich. Die Antwort kann natürlich nur lauten, hoffentlich nie wieder. Daher kannst du auch gleich alles aus diesem Besuch herausholen und neue Highscores für die Nachwelt hinterlassen. Du interessierst dich für die Flipperautomaten, die Retro-Spielautomaten, die Ballerspiele, nichts davon. Also, ich persönlich würde jetzt, glaube ich, schon fast eher an die Retro-Spielautomaten gehen. Aber einer kleinen Stimme folgend wähle ich die fiesen Spiele, die Ballerspiele. Fantastisch. Diese Hinterwäldler haben tatsächlich einige deiner Lieblingsspiele parat. Bei den Shootern wird man zwar das meiste Geld los, dafür ist die Grafik am besten. Das Pixelblut ist am spritzigsten und man kann sogar mit neonfarbenen Plastikpistolen direkt auf den Monitor zielen. Dummerweise stellen sich hier auch die meisten Leute an. Ja, es wird eine Weile dauern, bis du an die Reihe kommst, aber das, was du auf dem Bildschirm sehen kannst, sieht verdammt vielversprechend aus. Deine Wahl fällt auf Boom, Quark. Ach, geil, Alter. Masons of the Unliving. Schön, nichts davon. Ja, dann nehmen wir doch mal den... Nur... Großartig. Ihr Lieben, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, welche beiden Spiele hier eventuell gemeint sein könnten. Ja, es ist jetzt nicht schwer. Na, ich bin gespannt. Wir wählen, weil es einfach cooler war, Boom. Boom, der Klassiker unter den Shootern. In Boom geht es darum, dass Dämonen aus der Hölle eine Forschungsstation auf dem Jupiter überrannt haben. Oder war es die Venus? Das ist alles schon ziemlich lange her und an mehr von der Story kannst du dich auch tatsächlich nicht erinnern. Du stellst dich für Boom an und überlegst nochmal. Na, wir stellen uns natürlich für Boom an. Du hast gewählt. Du wirst Teil der Menschentraube, die dem momentanen Spieler von Boom zuschaut. Der Bildschirm zeigt einen hektischen Lauf durch finstere Gänge einer Weltraumstation, aus deren dunklen Ecken immer und immer wieder höllische Gestalten hervorkriechen. Rote, pixelige Farbkleckse spritzen immer wieder auf den Bildschirm, wenn sie von der fünfläufigen Schrotflinte durchsiebt werden. Nachdem mehrere Spieler nacheinander das Zeitliche gesegnet haben, bist du an der Reihe. Schneller als gedacht. Du fütterst den Automaten mit allen Münzen, die du noch hast. Deine Hände umschließen die neonfarbene Plastikpistole. Der Bildschirm wird schwarz. Die Botschaft Prepare for Boom erscheint und du befindest dich an der Startposition des Spiels. Alles, was du jetzt tun musst, ist zu schießen. Und bei Gott, du schießt. Und zwar, wir schießen nicht einfach chaotisch, wir schießen strategisch. Bereits nach den ersten paar Kills bist du wieder drin. Die Plastikpistole ist zu einer Verlängerung deines Arms geworden. Jeder Schuss sitzt, keine Kugel wird verschwendet. Mit traumwandlerischer Sicherheit fegst du über deine Feinde hinweg durch den ersten Level. Zu einfach.
Als der zweite Level lädt, melden sich die anstehenden Zuschauer zu Wort. Wow, Hammer, nicht schlecht. Das finden die toll, das war noch gar nichts. Der zweite Level. Dein Aufzug ist auf einer tieferen Ebene der Weltraumstation angekommen. Oder warst du in der Hölle? Egal. Die Gegner werden nun stärker und nachdem du noch ein paar weitere Gänge ausgeräuchert hast, startet das erste fordernde Event. Wellen von Dämonen brechen über dich hinein, während du eine Computerkonsole beschützen musst, die irgendetwas steuert. Dieses Spiel könnte richtig entspannt sein, wenn es bloß akzeptieren würde, dass es keine Handlung hat. Du stellst dich den dämonischen Horden, in denen du im Kreis läufst, in denen du in Deckung gehst. Tja, wer Boom kennt, weiß, dass Boom kein Deckungsshooter ist. Die Kreaturen müssen sich wieder zurück in ihre wonnig warme, sichere Hölle zurückwünschen, während sie in deinem Kugelhagel stehen. Wie ein menschlicher Tornado fegst du über deine Feinde hinweg, immer in Bewegung. Die massiven Juggernauts inmitten der feindlichen Reihen wagen ein paar Angriffe, doch du weißt ihn problemlos aus. Als die Wellen der Feinde langsam abebben, melden sich auch deine Zuschauer ehrfürchtig wieder zu Wort. Wow! Hammer und kaum Leben verloren! Vereinzeltes Klatschen ist zu hören. Level 3. Mit einer anwachsenden Fanbase wütest du durch den Minenschacht und nichts bietet dir eine nennenswerte Herausforderung. Deine Feinde werden anspruchsvoller, das Spiel eine Herausforderung. Vereinzeltes Klatschen und Anfeuerungsrufe deiner Zuschauer beflügeln dich weiterhin zu Höchstleistungen. Mittlerweile musst du dich richtig anstrengen, um am Leben zu bleiben und vorwärts zu kommen. Du hast ein fallenübersätes Areal durchquert und steigst nun in einen klapprigen Fahrstuhl, der dich zum Zwischenboss befördern soll. Die Anlage setzt sich von selbst in Bewegung, hinab in die Tiefen. Leider bleibt dir nicht viel Zeit, Luft zu holen. Schon ist der Fahrstuhl zum Halten gekommen und öffnet sein Sperrgitter. Während du deine ersten Schritte in den finsteren Gang bestreitest, zupft etwas von weiter unten an deinem Trenchcoat. Das Zupfen stört deine Konzentration. Na, nachdem etwas treten, oh, wie fies ist das denn? Hinabsehen, nein, komm, wir gucken mal erstmal hin. Also, das ist schon, oh. In der Sekunde, in der du den Blick vom Bildschirm nimmst, ist auch schon ein Knall zu hören. Das kollektive um dich herum sagt dir, dass sich deine Pixelinnereien gerade auf dem Boden verteilt haben. Das Spiel ist dir allerdings mit einem Mal gleichgültig geworden. Neben dir steht die kleine Tabitha Marsh. Das Mädchen sieht zu dir auf. Mit der kleinen Tabitha reden. Übertrieben vorsichtig, um das Mädchen ja nicht zu verschrecken, lässt du dich auf ein Knie herabsinken. Tabitha, deine Mutter hat mich gebeten, dich nach Hause zu bringen. Das Mädchen verzieht das Gesicht. Was? Ich heiße nicht Tabitha. Das Foto von ihr zeigen? Nach ihrem Namen fragen. Sie heißt nicht Tabitha, wie heißt sie denn dann? Es ist schwer zu sagen, wie alt dieses Mädchen ist. Ist ihre Kopfform ein Anzeichen für irgendeine Krankheit, die einen Menschen anders altern lässt? Ist sie vielleicht senil, verwirrt oder einfach in einer rebellischen Phase der Pubertät? Wie lautet denn dein echter Name? Das Mädchen lächelt. Ich bin Evelyn. Mit sichtlichem Unbehagen nickt die Kleine dir zu. Ich sollte sowieso nicht hier sein. Geschafft. Du hast das Mädchen gefunden. Jetzt musst du dir nur noch deine fette Belohnung abholen. Dann kannst du dieses Loch verlassen und daheim erstmal die Füße hochlegen. Evelyn geht voran. Ihr bahnt euch einen Weg zwischen den Familien, deren Elternteile vermutlich noch immer darüber grübeln, ob ihr beide verwandt seid oder ob man euch ziehen lassen kann. Letztendlich traut sich jedoch niemand, etwas zu sagen und damit seinen Urlaub zu vermiesen. Und ihr erreicht die Straße. Dann mal auf zur... Du drehst das Polaroid um und studierst die Adresse, die Dahlia auf dessen Rückseite notiert hat. Shogot Avenue 43. Das Mädchen schüttelt den Kopf. Die Adresse ist falsch? Punkt ist falsch? Fragezeichen? Netter Trick. Ja, wie, die ist falsch. Wie? Falsch? Entfährt es dir. Warum sollte deine Mutter mir eine falsche Adresse geben?
Das Mädchen verdreht ihre Augen. Ich weiß nicht. Können wir jetzt gehen? Unser Haus ist hier in der Nähe. Dass es nicht so einfach werden würde, hättest du dir denken können. Evelyn folgen, der notierten Adresse folgen. Ja, also wenn das Mädchen schon sagt, dass die Adresse falsch ist, dann wird es auch so sein, denn werden wir Evelyn mal folgen. Wenn sich ihre angeblich echte Adresse tatsächlich irgendwo in der Nähe befindet, lässt sich ja schnell herausfinden, ob sie lügt oder nicht. Du gibst dich geschlagen und steckst das Polaroid-Foto wieder in die Innentasche deines Mantels. Dann führ mal den Weg an. Sogleich hält sich Evelyns Miene auf. Sie deutet an eine kleine Seitengasse, die dir zuvor gar nicht aufgefallen war. Stadtzentrum. Das kleine Mädchen führt dich quer durch die Stadt. Als du den Straßennamen Rillier Road liest, begreifst du, dass ihr euch auf dem Weg in das nördliche Stadtviertel befindet. Hättest du dich nach der Adresse gerichtet, die Dahlia dir hinterlassen hatte, wärst du in eine vollkommen andere Richtung marschiert. Das andere Ende der Stadt, um genau zu sein. Was hätte dort auf dich gewartet? Evelyn geht zielstrebig voran in die Gegend, in der sie zu wohnen behauptet. Außer euch beiden ist keine Menschenseele auf den Straßen unterwegs. Dabei ist es gerade erst später Nachmittag. Doch allein seid ihr nicht. In den Fenstern der umliegenden Häuschen bewegen sich die Vorhänge. Die Straßen werden immer enger, verwinkelter. Zum Glück leidest du nicht unter Klaustrophobie. Das wäre ansonsten nun Platz 1 deiner 99 Probleme und Sorgen. Evelyn sagt kein Wort. Das Mädchen ansprechend, schweigend weitergehen. Naja, es ist ein kleines Mädchen. Man kann es ja etwas aufmuntern, indem man es anspricht. Es spricht nichts dagegen, während eurer Wanderschaft noch ein paar offene Fragen zu klären. Hey, Kleine? Evelyn verlangsamt ihr Tempo und sieht fragend zu dir hoch. Etwas scheint sie zu bedrücken. Warum hält dich deine Mutter für vermisst? Über Videospiele reden? Ach, nichts. Tja, die Kleine wird nicht wissen, warum die Mutter sie für vermisst hält. Und mein Lieblingsthema ist Videospiele. Also lass uns über Videospiele reden. Du magst also Videospiele? Das Gesicht der Kleinen hält sich augenblicklich auf. Ich liebe Videospiele. Meine Mutter lässt mich zu Hause nicht spielen, deswegen gehe ich in die Arkaden. Ich habe so lange auf das neue Boom gewartet. Und auch Quark 5 ist gerade neu rausgekommen, deswegen konnte ich es nicht länger zu Hause aushalten. So schnell sie deine Frage in Freude versetzt hat, so schnell ist diese wieder verflogen. Ich durfte eigentlich nicht raus. Ich hatte heute mal wieder Sturmarrest. Evelyns Blick senkt sich und richtet sich wieder auf den Weg. Ich hoffe, ich bekomme keinen Ärger. Wir sind gleich da. Sturmarrest. Sie war also zu Hause. Vielleicht hatte Dahlia sie gerade gefunden, bevor du in der Stadt angekommen bist. Vielleicht konnte sie dir nicht Bescheid geben, weil es an diesem Kaff keinen Mobilempfang gibt. Vielleicht. Tja, wollen wir nochmal nachhaken oder wollen wir die Kleine aufheitern? Und ich bin immer dafür, Kinder aufzuheitern. Das ist besser als rumstochern. Langsam tut dir die Kleine schon ein wenig leid. Du hast noch nie ein kleines Mädchen gesehen, über dessen Kopf so viele Regenwolken hingen. Und mit dem Gebiss wird sie es in der Mittelstufe auch nicht einfach haben. Kinder können grausam sein. Du tätschelst ihren Kopf. Na, das wird schon werden. Ich leg bei deiner Mutter ein gutes Wort für dich ein. Das Mädchen sieht wieder zu dir auf und... Oh, je, sind das etwa Tränen? Bevor du etwas sagen kannst, wendet sie den Blick ab und streicht sich mit der freien Hand über das Gesicht. Wir sind da. Ihr habt den verwinkelten Bienenstock der Altstadt verlassen und steht vor einem schiefen Metallzaun, der Tetanus zu schreien scheint. Jenseits des Zauns steht eine altmodische Villa auf einer Anhöhe. Ein ganz schön protziges Grundstück, angesichts dessen, dass der Rest der Stadt regelrecht zusammengepfercht ist. Evelyn und du stehen eine Weile schweigend da. Sind deine Eltern reich? Du wohnst hier? Und los. Tja, ich denke, wir wollen sie einfach nur noch abgeben irgendwie und sagen, los. Villa Marsh. Tja, dann wollen wir mal reingehen, was? Evelyn nickt dir tapfer zu. Sie nestelt in ihrer Tasche und holt einen kleinen Schlüsselbund hervor, an dem zwei golden schimmernde Schlüssel hängen.
Sie nimmt den größeren der beiden in die Hand und steckt ihn in das Schloss des Eingangstores. Er ist ein wenig rostig. Obwohl sie schon unendliche Male ein- und ausgegangen sein muss, braucht selbst Evelyn ein paar Anläufe, das Tor zu öffnen. Ein Klacken signalisiert Erfolg. Das Mädchen stemmt den massiven Türgriff herab und das Gittertor öffnet sich. Der Kiesweg knirscht unter ihren Schritten. Den Weg zur Haustür habt ihr schon halb zurückgelegt. Da kommen dir einige Gedanken. In wenigen Sekunden siehst du Dahlia Marsh wieder. Dahlia Marsh, die ganz eindeutig ein falsches Spiel mit dir treibt. Ein Schauer fährt dir über den Rücken. Die möglicherweise und allein der Gedanke lässt dein Innerstes erfrieren, für das Verschwinden deines Zimmernachbarn aus dem Hotel verantwortlich ist. Evelyn trottet nun bereits die Verandastufen hinauf und ist gleich an der Tür angekommen. Mit ihr eintreten, warte mal. Na, wir pokern hart und sagen, mit ihr eintreten. Das Mädchen steckt den zweiten Schlüssel des Bundes in das Schloss und dreht ihn um. Die Tür öffnet sich mit einem Knarzen. Die Balken der Wände knurren tief und bedrohlich, als stündest du vor dem Maul eines Löwen. Evelyn tastet nach etwas in der Dunkelheit. Ein leises Klacken ertönt und der Flur wird mit Licht durchflutet. Allein der Eingangsbereich des Hauses bietet so viel Raum, dass vermutlich ein kleines Wohnhaus darin Platz finden könnte. Eine breite, weiß lackierte Treppe führt herauf zu den höheren Etagen. Du trittst ebenfalls ein. Deine Schritte werden von ächzenden Dielen kommentiert. Mutter? Ruft das kleine Mädchen laut in das Haus hinein. Klirren. Das immer schneller werdende Geräusch von Stöckelschuhen. Ein Licht geht im Nachbarzimmer an. Kurz danach wird die Tür weit aufgerissen. Das Gegenlicht verleiht Dahlia Marshs Gesicht dämonische Züge. Als ihr Blick auf ihre Tochter fällt, spiegeln ihre Augen erst Wut wider. Als sie dich sieht, Entsetzen. Ob alle Mütter in Innsmouth so reagieren, wenn sie mit ihren verlorenen Töchtern wieder vereint werden? Sie? Hallo, meine Schöne. Auftrag gefüllt, Ma'am. Ja, na, wir haben ja schon damals mit der guten Dahlia Marsh geflirtet. Das tun wir ebenfalls. Hallo, meine Schöne. Professionell kannst du dich auch während deines nächsten Auftrags verhalten. Du kannst es dir nicht verkneifen, deiner Klientin mit einem breiten Grinsen zuzuzwinkern. Der Ausdruck ungefilterten Entsetzens liegt noch immer auf Dahlias Gesicht. Das kleine Mädchen blickt unterdessen von einem Erwachsenen zum anderen. Die Herrin des Hauses hält sich die Hand vor den Mund. Eine Geste, die dich an verstaubte, vornehmere Zeiten denken lässt. Wie du sie in alten Filmen gesehen hast. Männer mit merkwürdigen Bärten, Frauen in Korsettkleidern. Dahlia lässt die Hand sinken und scheint sich wieder gefangen zu haben. Ein steifes Lächeln breitet sich auf ihren Lippen aus. Wie schön, sie zu sehen. Ehe du dir eine Erwiderung überlegen kannst, senkt sie sich anmutig auf ein Knie und fährt zärtlich mit den Fingern über das Haar ihrer Tochter. Da bist du ja, mein Engelchen. Geht es dir gut? Evelyn nickt nur. Sie hat kein Wort mehr von sich gegeben, seit ihr das Haus betreten habt. Dahlia jedenfalls scheint dies als Antwort zu genügen. Sie erhebt sich, um dir bezaubernde Blicke zuzuwerfen. Von ihrem ersten Schock hat sie sich offenbar gut erholt. Das Abendessen ist gleich fertig. Bitte bleiben Sie doch, dann können wir alles Weitere besprechen. Sie schenkt ihr ein verkrampftes Lächeln. Um sofortige Bezahlung bitten, Abendessen klingt gut. Ja, also wir wissen ja, dass sie uns eigentlich in eine Falle locken wollte. Deswegen bin ich der Meinung, sollten wir sofort Cash, Money, 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 Cash, Cash, Cash einfordern, um sofortige Bezahlung bitten. Ich habe leider keine Zeit. Du möchtest nur noch verschwinden. Ihre Antwort kann sich deine zwielichtige Auftraggeberin gerne sparen. Schlaff sacken Dahlias Mundwinkel herab. Wenn das so ist, begleiten Sie mich doch zum Safe. Liebling, wendet sie sich an ihre Tochter. Geh in dein Zimmer, wir zwei reden später. Das Mädchen nickt und huscht die Treppe herauf. Dahlia stöckert zum Zimmer, aus dem sie kam. Sie lässt die Tür für dich offen stehen. Ich hole das Geld aus dem Safe. Begleiten Sie mich doch. Ihr folgen im Flur bleiben. Ja. Ja. Nein.
Also, wie gesagt, jetzt kommt mir wieder eine Erinnerung. Also nicht eine Erinnerung ist falsch, aber ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, dass das Spiel zigtausend Enden hat und alle Enden tödlich. Und ich weiß, dass es ein Ende gibt, was sich Schwarze Witwe nennt. Und irgendwie glaube ich, wenn wir ihr folgen, das möchte ich jetzt nicht riskieren. Ich sage, im Flur bleiben. Du bleibst lieber, wo du bist. Schon gut. Ich warte einfach hier. Rufst du Dahlia nach. Das Stöckchen entfernt sich. Und dann täuschen dich deine Ohren oder hörst du Stimmen aus den angrenzenden Räumen. Eine ist ganz sicher Dahlias. Die andere klingt dir ähnlich. Bevor du auch nur ein einziges Wort hast verstehen können, bricht das Getusche schon wieder ab und die Stöckelschuhe nähern sich dir wieder. Dahlia kehrt mit einem Briefumschlag zu dir zurück, die Lippen zu einem dünnen Strich gepresst. Ich habe einen kleinen Bonus dazugelegt. Sie sind nicht nur gut, sondern auch verdammt schnell. Nochmals vielen Dank. Nochmal bedanken oder Ungereimtheiten ansprechen. So, jetzt werden wir sie mal zur Rede stellen. Nun, da wir die Förmlichkeiten geregelt haben, setzt du an, während du den Briefumschlag in die Innentasche deines Mantels stopfst. Hatte ich gehofft, dass sie mir vielleicht einige brennende Fragen beantworten können, Dahlia. Dahlia faltet die Hände, ihre Lippen formen ein Lächeln, das ihre Augen nicht erreicht. Ich werde mein Bestes geben. Du überlegst, was du sie fragen möchtest. Warum haben sie mir eine falsche Adresse gegeben? Warum sagten sie, ihre Tochter ist Tabitha? Abwinken. Ja, eigentlich möchte ich als allererstes erstmal wissen, warum sagt sie, dass ihre Tochter Tabitha heißt. Warum sagten sie, ihre Tochter heiße Tabitha? Sie beauftragen mich, ihre Tochter zu finden und geben mir einen falschen Namen? Schwerer hätten sie es mir nicht machen können. Das verstehen sie falsch. Tabitha ist Evelyns zweiter Vorname und immerhin hatten sie ja ein Foto, nicht wahr? Zweiter Vorname? Na, davon hatte das Mädchen nichts erwähnt. Die Kleine ist in ihrem Zimmer und deine Intuition sagt dir, dass Dahlia dich nicht nochmal in ihre Nähe lassen wird. Du überlegst, was du sie fragen möchtest. Warum haben sie mir eine falsche Adresse gegeben, abwinken und natürlich will ich auch noch wissen, warum sie uns eine falsche Adresse gegeben hat. Es gibt so viele Fragen, die dich seit deiner Ankunft hier geplagt haben. Doch nun, Angesicht zu Angesicht mit deiner Auftraggeberin, weißt du noch nicht einmal, wo du beginnen sollst. Deine Wahl fällt auf etwas Einfaches. Warum haben sie mir eine falsche Adresse gegeben? Oh, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Es entgeht dir nicht, dass Dahlias Finger nicht stillstehen. Fahrig reibt sie sich die Hände oder massiert einzelne Finger. Direkte Konfrontationen dieser Art scheint die Frau nicht gewohnt zu sein. Tatsächlich ist das die Adresse von guten Freunden von mir, bei denen ich mich tagsüber meistens aufhalte, besonders wenn mein kleiner Liebling in der Schule ist. Man könnte sagen, ich verbringe mehr Zeit dort als in meinen eigenen vier Wänden. Sie lächelt entschuldigend. Die Sache auf sich beruhen lassen. Tja, was wählen wir nur? Die Sache auf sich beruhen lassen. Du überlegst, was du sie fragen möchtest, aber wir werden abwinken. Es gibt so viele Fragen, die dich seit deiner Ankunft hier geplagt haben. Doch nun, Angesicht zu Angesicht mit deiner Auftraggeberin, weißt du noch nicht einmal, wo du beginnen sollst. Der prall gefüllte Briefumschlag wiegt schwer in deinem Mantel. Du bist in Smith Light. Dabei bist du gerade einmal ein paar Stunden hier. Lass mir es gut sein, murmelst du widerwillig. Dahlia lächelt, diesmal weniger künstlich. Die Aussicht, dich bald los zu sein, scheint dir den Tag zu versüßen. Mit diesen letzten Worten wendest du dich ab und öffnest die Tür ins Freie. Stadtzentrum. Während knirschende Kieselsteine deine Schritte zum Eingangstor untermalen, drehst du dich nochmal um. Du siehst gerade noch, wie Dahlia die Tür schließt. Ein selbstzufriedenes Lächeln umspielt ihre Lippen. Das gefällt dir gar nicht. Sie ist hübsch, wenn sie glücklich ist. Ja, wir sind ein Ermittler. Und wir sind skeptisch. Das gefällt uns gar nicht. Dieses Lächeln auf ihrem Gesicht hat etwas Kaltes, etwas Grausames an sich, was du nicht einordnen kannst. Welches Spiel spielt diese Frau nur? Immerhin kannst du jetzt Abstand zwischen euch beide bringen. Und nur das zählt. Nachdenklich setzt du deinen Weg fort.
Innenstadt. Du irrst durch die Straßen. Wie Klauen, die unheilvoll nach der Stadt greifen, breiten sich die düsteren Wolken vom Meer aus. Sie greifen nach dir. Die Sonne ist untergegangen und die Temperatur sinkt schnell. Die Luft wird kühler und ein rauer Wind peitscht durch die Gassen. Du hast dich verlaufen. Du hast keinen blassen Schimmer, wie du aus dieser gottverlassenen Stadt herauskommst. Und als wäre das nicht genug, hast du auch noch das Septemberwetter an der Meeresküste gnadenlos unterschätzt. Die richtige Kälte kommt erst noch. Vereinzelte Regentropfen lassen nichts Gutes erahnen. Ziellos wanderst du die Straßen entlang. Die schmalen Gassen eines Labyrinths von Fischerhütten, oft notdürftig gebaut aus simplen Holzverschlägen. Immerhin bist du nicht allein unterwegs. Sieh an, zu dieser späten Stunde sind sogar noch ganze Gruppen von Menschen unterwegs, die Patrouillen ziehen. Mit Fackeln und Heugabeln und Messern und Netzen. Auf sie zugehen, in den Schatten bleiben. Ja, ich glaube, das ist besser, wenn wir uns eher unbeobachtet durch die Straßen bewegen. Im Schatten bleiben. Es sind nicht unbedingt die Messer und Netze, die dich auf Abstand halten. Es ist der humpelnde Gang der Dorfbewohner, der dich nervös macht. Die Grüppchen der Dorfbewohner gehen nicht. Sie watscheln, taumeln, stolpern und schlürfen. Die Oberkörper stets vorgereckt, wie arglistige Trolle in einem Fantasystreifen. Hinter einigen vermoderten Fässern in einer engen Seitengasse hast du Zuflucht gefunden. Am liebsten würdest du dich einfach hier zusammenkauern, doch inmitten der Gasse bist du dem zunehmenden Regen schutzlos ausgeliefert. Der heugabelbewehrte Mob scheint dich immerhin nicht bemerkt zu haben. Du überlegst, wie du als nächstes vorgehst, an eine Tür klopfen und um Hilfe bitten. Tja, wir sind in Innsmouth, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Hilfe bekommen und nicht ein Messer in die Seite, weiter durch die Stadt bewegen. Ich denke mal, es ist besser, wenn wir in Bewegung bleiben. Eine Gasse folgt der nächsten. Matschiger Boden, knietiefe Pfützen, heruntergekommene Hütten, bestehend aus nichts als ein paar aufeinandergetürmten Backsteinen und Wellblechdächern. Du musst dich in der Altstadt befinden, einer Gegend, die garantiert nicht in Reiseprospekten beworben wird. In dem Moment, in dem dein Kleinhund sich über die wachsende Langeweile beklagen will, läufst du einer Patrouille in die Arme. Verdammt! Das heißt, noch haben sie dich nicht gesehen. Unentschlossen hat sich die Gruppe mitten auf der Straße versammelt und scheint sich zu beraten. Dennoch sind sie aufmerksam und taxieren ihre Umgebung. Du kalkulierst, dass sie dich gleich entdecken werden, denn du stehst mitten auf dem Weg, wie auf einem Präsentierteller. Dein Herz klopft. Dein Gesicht vermummen, nichts weiter machen. Na, ich dann aber. Tarnen, sofort, mein Freund, das Gesicht vermummen. Einer Eingebung folgend, greifst du dir ein Stofffetzen, der von einem Fass baumelt. Das zerrissene Tuch stinkt nach vergammeltem Obst, was eine willkommene Abwechslung vom vergammelten Fisch ist, der dir schon den ganzen Abend in der Nase liegt. Frohen Mutes marschierst du auf die kleine Gruppe der Anwohner zu. Da! Da! Kreischt der vorderste Mann aus der Truppe, ein alter Fischer mit weißem, buschigen Bart. Er schwenkt seine Fackel in deine Richtung. Seine Kameraden humpeln dir quakend entgegen. Ihre Regenjacken und durchlöcherten Gewänder klatschen dabei gegen ihre Körper. Ie, 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 Cthulhu-Tagen! Für eine humpelnde Horde deformierter Irrer haben sie dich schnell umstellt. Das am Regen tanzende Licht der Fackeln lässt die ohnehin gruseligen Gesichter der Leute noch bizarrer wirken. Nervös lecken sie sich die wulstigen Lippen, während sie die Fackeln, Messer und Heugabeln hervorschnellen lassen, um dich im Zaum zu halten. Du fragst dich, ob die Bewohner von Innsmouth unter radioaktiver Strahlung leiden. Das würde vieles erklären. Hey, du da! Spuckt dir der scheinbare Anführer des Mobs entgegen. Verdammt! Gerade hattest du schon gehofft, dich an der gruseligen Truppe vorbeischleichen zu können. Da musst du doch ihre Aufmerksamkeit geweckt haben. Also, was treibst du hier so allein? Ich will die Stadt verlassen. Ach, ich spaziere hier nur so rum. Beides nicht besonders optimal. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich will die Stadt verlassen. Ja, ich will die Stadt verlassen, antwortest du ehrlich. Die Stadt verlassen? Heute Nacht? Ein wölfisches Lächeln breitet sich auf dem Gesicht des Mannes aus. Mit seinem freien Arm verführt er ein paar hastige Gesten,
Schon spürst du den Griff starker Hände, die sich um deine Arme geklammert haben. Der alte Fischer reißt dir den Stofflumpen vom Gesicht und stößt ein kehliges Lachen aus. Seine Handlanger stimmen unsicher mit ein. Er ignoriert sie, denn seine Aufmerksamkeit gehört nur dir. Du starrst in eine merkwürdig verformte, langgezogene Pupille. Heute Nacht werden wir Spaß haben. Er richtet den Blick auf etwas, jemand neben dir. Bevor du dich fragen kannst, was zur Hölle hier passiert, knallt etwas gegen deinen Hinterkopf. Du verlierst das Bewusstsein. Rathausplatz. Kälte. Stimmen. Tuschelnde, argumentierende Stimmen. Vereinzelte Regentropfen, die von deiner Stirn abperlen. Ein penetranter Geruch von Fisch, an den du dich schon fast gewöhnt hast. Verdammter Mist. Deine Wange ist gegen etwas Kühles und Erfrischendes gepresst. In den ersten Sekunden der Orientierungslosigkeit begreifst du, dass du auf dem kalten Straßenboden liegst. Du öffnest die Augen. Die Situation ist dir nicht neu. Durchzechte Nächte in Boston händen schon mal in der einen oder anderen Mülltonne oder an einem Komposthaufen einer verkommenen Seitengasse. Das ist normal. Vollkommen normal. Mit einem Ächzen hebst du den Kopf und bereust auch gleich die einfache Bewegung. Ein Gewitter von Schmerzen entlädt sich in deinem Hinterkopf. Du hegst keinen Zweifel, du wurdest ausgenockt. Jeglicher Versuch, am Kopf nach einer Beule zu tasten, scheitert. Es scheint, als seist du gefesselt. Okay, das ist definitiv nicht normal. Immerhin kannst du jetzt erkennen, wo du dich befindest. Es ist der Rathausplatz von Innsmouth. Mindestens 50 Dorfbewohner haben sich hier um dich herum versammelt. Sie haben sich in kleinen Grüppchen zusammengefunden und sind in Unterhaltungen vertieft. Entspannt stützen sie sich auf ihren Heugabeln ab und haben ihre Fischernetze locker über die Schulter geworfen. Hin und wieder sehen sie grinsend zu dir hin. Ein wenig jammern, um Hilfe schreien. Naja. Wenn wir um Hilfe schreien, wirklich, das bringt doch keine Punkte. Ich würde sagen, wir jammern einfach nur ein bisschen. Ja, wenn alle Stricke reißen, du entscheidest dich, in Selbstmitleid zu versinken. Immerhin bist du vollkommen ahnungslos, wie du in diese Situation geraten konntest. Ob diese Ungeheuer auch deine Brieftasche stibitzt und dein Konto geleert haben? Haben sie deinen Apartmentschlüssel? Waren sie bereits in einer schäbigen Wohnung in Boston? Und was ist mit deinem Goldfisch Al? Du hättest ihn wirklich mal wieder füttern sollen. Verdammt nochmal. Du wirst alles verlieren. Alles. Einzig und allein deine Online-Privatdetektiv-Lizenz können sie dir nicht nehmen. Ein zerlumpter Stiefel blockiert plötzlich dein Sichtfeld. Schon wach? Krächzt eine Stimme von weiter oben. Mühsam neigst du den Kopf, um zu sehen, wer es wagt, deinen Anfall von Selbstmitleid zu unterbrechen. Es ist der Anführer der Patrouille, Abraham, der triumphierend auf dich herabblickt. Aus der Perspektive am Boden kannst du deutlich kleine Tumore erkennen, die ihm aus dem Kinn sprießen. Ach, Git! Machst du unwillkürlich. Falls du ihn beleidigt hast, lässt er es sich nicht anmerken. Er zeigt dir sein dreckigstes Grinsen. Ich hoffe, dir hat's heute in unserer kleinen Stadt gefallen, Landratte. Gefallen? Ich liebe es hier. Ich hasse euch alle. Tja, dann versuchen wir doch mal, uns ein bisschen noch einzukratzen. Gefallen? Ich liebe es hier. Ob es dir hier gefällt? Gefallen? Ich liebe es hier, ruft er enthusiastisch. Der Mann blinzelt. Was? Aber wieso? Ja, wieso eigentlich? Die frische Luft, die netten Menschen. Wir lieben die frische Luft. Die frische Luft, lautet deine Antwort. Damit meinst du natürlich die Meeresbrise, die vom Ozean hierher weht und die einen Umweg über faulende Fische, stinkende Menschen und Möwenkadaver gemacht hat. Die Luft. Verdammt! Der Mann lässt einen Pfeifen erklingen. Du bist ein harter Hund. Muss man dir lassen. Bin gespannt, wie weit dich das bringt, wenn du in Flammen stehst. Flammen? Bevor du um eine nähere Erläuterung bitten kannst, wirst du an den Arm gepackt. Einige Fischer haben sich dir lautlos genähert, ohne dass du es bemerkt hast. Mit einem Ruck schwingen sie dich in die Luft und tragen dich ein Stück über den Platz. Nach wenigen Metern verlangsamt sich die Eskorte. Der Weg wird holprig, der Untergrund scheint weniger fest zu sein. Du stehst auf einem Scheiterhaufen. Zwei Männer in Lumpen und Wülsten auf den Wangen lösen deine Handfesseln und binden deine Arme dann noch einmal um den Pfahl. Die restlichen Dorfbewohner haben ihre Gespräche unterbrochen und treten näher.
Was soll das alles? Hilfe! Versuche, die Fesseln zu lösen. Na, ich würde sie vielleicht erstmal nochmal in ein Gespräch verwickeln. Was soll das alles? Was soll das alles? Die Situation ist bizarr. Ist das wirklich ein Scheiterhaufen? Wollen diese Leute dich tatsächlich in der Öffentlichkeit in Brand setzen? Ein ganzer Haufen an lumpigen Gestalten mit deformierten Körpern ist auf dem Rathausplatz versammelt. Eingefallene Nasen, Kiemen und Schuppenflechten, die sich über das ganze Gesicht ziehen. Du bist dir relativ sicher, diesen Horrorgestalten heute noch nicht begegnet zu sein. Oder etwa doch? Sicher sahen sie im direkten Sonnenlicht etwas harmloser aus. Endlich! Verdammte Hacke! Ruft jemand entnervt und übertönt dabei sämtliche anderen Gespräche, die auf dem Rathausplatz stattfinden. Offenbar hat es jemand geschafft, eine Fackel anzuzünden. Feierlich marschieren sie auf dich zu und die anderen Dorfbewohner machen den Männern ehrfürchtig Platz. Feuer machen, das kann schließlich nicht jeder in Innsmouth. Zwei der Männer bleiben bei den anderen Zuschauern stehen. Der Fackelträger geht alleine weiter vor, bis er vor dir und dem Scheiterhaufen steht. Er kehrt dir den Rücken zu und wendet sich an das deformierte Publikum. Brüder und Schwestern, setzt er an. Ja, Abraham? Melden sich mehrere Leute, was so einiges über den Genpool in Innsmouth aussagt. Ruhe! Schimpft er sogleich. Ich meine, werte Anwesende. Zufrieden mit sich, breitet er feierlich die Arme aus. Du kannst erkennen, dass die Hand, mit der er die Fackel hält, ein einziger Hautlappen ist, der sich um das Holzscheit windet. Die Stunde ist nah und vor euch steht unser Tribut an Dagon. Wir teilen das Opfer und den Segen, denn wir sind treue Kinder des... Er verstummt. Aus der nächsten Gasse trabt ein Dutzend Touristen. Die Dorfbewohner tauschen ratlose Blicke aus. Einige sehen Hilfe suchen zu Abraham. Betreten lässt Abraham die Fackel sinken. Wir können um Hilfe schreien, betreten schweigen. Ja, denn probieren wir erstmal uns vielleicht vom Scheiterhaufen runter zu schreien, indem wir um Hilfe schreien. Hilfe! Helft mir! Rettet mich! Sprudelt es aus dir heraus. Damit erntest du einen tief verletzten Blick der Dorfbewohner. Doch deren Gefühle stehen nicht so hoch auf deiner Prioritätenliste, wie zum Beispiel diese Nacht zu überleben. Die Urlauber sehen interessiert zu euch rüber. Der erste löst sich von der Gruppe und kommt näher. Ein junger blonder Mann macht Selfies mit sich und dir auf dem Scheiterhaufen. Du da, schreist du ihn an. Informiere das FBI. Niemand, absolut niemand, will deine gestellten Urlaubsfotos sehen. Ja, das nehmen wir. Endlich sagt's mal jemand, hörst du eine Stimme aus der Menge murmeln. Der Mann klappt die Kinnlade herunter. Auf die Art, die vermuten lässt, dass gleich ein ganzer Schwall Widerworte auf dich niederprasseln wird. Oh mein Gott, sagt er mit regloser Miene. Dass so ein Landei glaubt, er hätte mir irgendetwas zu sagen. Er kehrt in den Rücken zu und macht weitere Selfies von euch beiden. Das Schlimmste an allen ist, dass er zu denken scheint, du stammst aus Innsmouth. Ein Tourist steht staunend vor dem Scheiterhaufen. Sind das diese Mittelalterspiele? So wie in Salem? Das machen die auch gerne drüben in Europa, mit Rittern und so. Abraham verdreht die Augen. Sicher, antwortet er, doch das war ganz klar die falsche Entscheidung. Der Tourist winkt seine Begleiter her. Die Urlaubertruppe stellt sich gesammelt in die erste Reihe des Publikums und raubt damit den buckligen Dorfbewohnern die Sicht auf dich. Einige grobschlächtige Männer im Fischermäntel treten an Abraham heran und reden sichtlich nervös auf ihn ein. Währenddessen lösen sich ein paar Touristen aus der Reihe. Sie machen Fotos von dir auf dem Scheiterhaufen, dem Gespräch der Dorfbewohner lauschen, die Touristen ansprechen. Ich werde mal versuchen, die Touristen anzusprechen. Psst, ihr da! Zischt du den fotografierenden Leuten zu. Ein Mann mit Schnauzbart blickt irritiert zu dir auf. Was wollen sie denn? Ihr müsst mich hier rausholen, krächzt du. Unfassbar, dass du erst ausdrücklich darum bitten musst. Was haben sie denn für ein Problem? Erkundigt sich der Mann. Ihn anschreien. Ach, vergessen sie's. Ja, da platzt uns doch die Hutschnur. Das ist kein Schauspiel, das ist alles echt, zischt du in zunehmender Verzweiflung. Der Mann schüttelt nur missbilligend den Kopf. Das finde ich jetzt aber nicht gut, dass sie aus der Rolle fallen. Gucken Sie mal hier. Er macht eine ausschweifende Armbewegung in Richtung der zerlumpten Dorfbewohner. Die Leute richten sich hier extra schön her und frieren sich die Popos ab, während sie hier warm angezogen im Rampenlicht stehen. Und trotzdem ruinieren sie hier die Nummer.
Oh Gott, ob er damit recht hat? Vielleicht. Nein, verdammt. Na, wir nehmen natürlich nein, verdammt. Nein, verdammt, schreist du, laut und hysterisch. Das hier ist keines ihrer dämlichen Tourismusprogrammpunkte. Hier geht es um mein Leben. Ja, total bekloppt. Tuschelt jemand aus der Gruppe der Touristen. Wer hat das gesagt? Faust du, das Kinn aggressiv vorgereckt. Dein Publikum, bestehend aus Urlaubern und zunehmend eingeschüchterten Dorfbewohnern, weicht zurück. Allmählich gehen dir all diese Menschen auf die Nerven. Jetzt benimm mich los oder es gibt Tote! Kreischst du wie im Blutrausch. Den Dorfbewohnern wird es zu viel. Ihre Reihen lichten sich zusehends. Verunsichert durch die Präsenz der vielen Urlauber und deinen Zorn der Gerechten, verschwinden sie bemüht unauffällig in den schattigen Seitenstraßen abseits des Rathausplatzes. Es ist ausgerechnet Abraham, der deine Fesseln löst. Entschuldigungen murmelnd verschwindet er in der überschaubaren Menge und dann in einer finsteren Gasse. Sind Sie jetzt zufrieden? Fragt einer der Touristen pikiert. Ja! Naja. Ja, natürlich sind wir zufrieden. Wir sind halt nicht mehr auf dem Scheiterhaufen. Ja, schreist du ekstatisch und versprühst dabei sichtbar Speichel. Unmöglich, fasst der Mann deine Gedanken ziemlich gut zusammen. Enttäuscht, dass sie um eine kostenlose Aufführung gebracht wurden, schlürfen die Touristen weiter. Und du kannst endlich von hier verschwinden. Innsmouth, Stadtrand. Geschafft. Endlich verlässt du die Gassen von Innsmouth, die schon eng geworden waren, dass sie dir praktisch die Kehle zuschnürten. Vor dir erstreckt sich nichts als Dunkelheit. Dieses miese kleine Küstenkaff liegt hinter dir. Du hast es eingetauscht gegen einen holprigen Feldweg und einen Park- und Rastplatz, dessen motorisierte Bewohner im Mondlicht glitzern. Du atmest tief ein. Der Druck, welcher sich unmerklich den Tag über in deinem Brustkorb aufgebaut hat, weicht nun Entspannung. Oh, süße, friedliche Entspannung, in der du schwelgen wirst, sobald dein Hinterteil erst zurück nach Boston geschafft und Kontakt mit deiner Ledercouch hergestellt hat. Aber wie willst du jetzt eigentlich nach Hause kommen? Wenn sein muss, gehst du zu Fuß. Verdammt. Erst einmal den Parkplatz inspizieren. Und ja, wir inspizieren natürlich erstmal den Parkplatz. Vielleicht finden wir noch etwas, was fährt. Der Park- und Rastplatz von Innsmouth ist mit einfachen Holzbalken umzäunt. Mehr oder weniger grazil schwingst du dich über den nächsten Balken und siehst dich eingekesselt von einer ganzen Menge Autos diverser Generationen. Neben den aktuellen Modellen, die du jeden Tag aus deinem Bürofenster beobachten kannst, sind hier ein paar echte Klassiker abgestellt. Die Sorte, die noch eine richtige Hupe an der Karosserie angebracht hat. Haben die Besitzer nicht Angst, dass ihre antiken Wagen geklaut werden? Inmitten eines überquellenden Parkplatzes in der Mitte der Nacht erwägst du deine Optionen. Ja, sie sind überschaubar. Ein Auto knacken, ein wenig herumwandern. Tja, da versuchen wir doch mal, ein Auto zu knacken. Du könntest ein Auto knacken. Am besten eines von den neueren. Eines, das zu sagen scheint, stehe mich, meine Batterie hat noch Saft. Schritt 1. Einbruch. Es muss schnell gehen. Du hast keine Zeit für Showeinlagen. Auch wenn du furchtbar gerne ein Autofenster mit deinen Ellenbogen zerschlagen würdest, so wie es in den Filmen passiert. Die Waffe deiner Wahl, ein Stein, der gut und stabil in der Faust liegt und bald intime Bekanntschaft mit einem Wagenfenster machen wird. Du holst Schwung und haust den Stein ins Leere. Das Fenster ist heruntergekurbelt. Auch gut, wenn auch unverantwortlich. Irgendein Psycho könnte vorbeikommen und das Auto klauen. Ohne zu zögern reißt du die Plastikversiegelung des Armaturenbrettes auf. Halb rechnest du damit, dass die vielen Szenen aus dem Fernsehen, in dem jemand dein Auto kurz schließt, alle nur erfundener Blödsinn sind. Doch heute muss dein Glückstag sein. Es funktioniert. Der Motor des Wagens heult auf. Du legst den Rückwärtsgang ein und buxierst den Wagen aus der engen Parkplatzlücke. Die Scheinwerfer beleuchten die unzähligen, stillgelegten Autos aus diversen Jahrzehnten. Ein Schauer geht dir über den Rücken. Das Auto brettert über den Parkplatz und jagt über den Feldweg. Irgendetwas sagt dir, dass heute Nacht kein Gegenverkehr mehr zu erwarten ist. Erleichterung überkommt dich, als du den Wagen vom Feldweg auf die nächste Landstraße lenkst. Der Motor rührt und dein Fahrzeug fährt so schnell es nur fahren kann durch die Dunkelheit. Monate später.
Mit einem Ruck fährst du aus dem Schlaf zurück in die Realität. Einzig das fahle Mondlicht fällt durch die Jalousien deiner Wohnung. Es muss tief in der Nacht sein. Du bist schweißgebadet, so wie jedes Mal. Mit einem Seufzer stützt du dich auf, setzt dich auf die Bettkante und versuchst dich zu beruhigen. Du bist in Sicherheit. Du bist daheim. Du hast ihren Machenschaften ein Ende gesetzt, den Entführungen und all den Lügen. Du bist in Smith entkommen und doch hält die Stadt dich noch immer in ihren Fängen. So ihr Lieben, das war unser Spieldurchlauf von The Innsmouth Case. Wir haben es wirklich geschafft, lebendig aus Innsmouth wieder zu entkommen. Das ist wirklich gar nicht mal so einfach bei 27 verschiedenen Enden, die, wie gesagt, alle größtenteils tödlich verlaufen. Ja, aber man sieht halt schon wirklich sehr, sehr deutlich, wie viel Liebe und Hingabe sich die Entwickler gegeben haben, irgendwie dem Stoff so ein bisschen treu zu sein. Ja, ganz viele Anspielungen, ganz viele Easter Eggs. Die Leute unter euch, die sich so ein bisschen so mit dem Stoff auskennen, irgendwie werden es auf jeden Fall sofort erkannt haben. Und den anderen kann ich nur empfehlen, sich den Stoff mal zu geben. Ja, also die Geschichten aus dem Cthulhu-Universum sind einfach super cool von H.P. Lovecraft. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch diese Art von Let's Play halt gefallen hat. Uns hat es halt sehr gefallen, weil das Spiel halt sehr charmant ist und es halt eine andere Art des Let's Plays mal war irgendwie und auch für uns eine kleine Herausforderung darstellte. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen irgendwie, wenn es sich in den Kommentaren widerspiegelt und ihr uns einfach mal eure Meinung dazu sagt. Und vielleicht wollt ihr nochmal sowas haben oder vielleicht auch nicht. Ne? Lasst es uns einfach mal wissen, indem ihr es unten in die Kommentare schreibt. Ansonsten kann ich jetzt nur hoffen irgendwie, dass ihr Spuren hinterlasst. Ja? Zeigt, dass ihr da wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Ciao.